Was laut hier? Warte mal, ich höre das gar nicht. Dann habe ich richtig viele Artikel schreiben können, denn das war die erste öffentliche Gerichtsverhandlung hier. Oh, ist das leise. Okay, ich mache es einfach neu. Ich mache es neu. Macht dir überhaupt keinen Spaß, das anzuhören. So. Okay. Eintrag 15. Gestern war ein ziemlich cooler Tag, denn ich habe viel Live-Berichterstattung gemacht von... Oh, meine Güte. Ich schaff's noch. Ich schaff's noch. Okay, nochmal. Nein. Löschen. 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 Ach, das ist viel zu leise. Okay. Okay. Naja, ein Tag 14. Gestern habe ich von der ersten öffentlichen Gerichtsverhandlung im Fall Schwarz live vor Ort berichtet. Ich habe 4 Kurzartikel geschrieben und bin total happy, dass ich mal meinem Reporter-Dasein so gut nachgehen konnte. Anschließend war so nicht mehr viel in der Stadt los und irgendwie hat auch alles gesponnen. Deshalb bin ich nur noch so ein bisschen in der Gegend rumgefahren und habe mich mit Roy unterhalten. Und wir werden uns wahrscheinlich zusammenschließen, denn es macht wenig Sinn, dass hier 2 in der Stadt irgendwie ein Medienunternehmen führen. Und ich werde wohl eine Untersparte bei ihm im Konzern oder in den Medien oder wie auch immer das sich nennt, bekommen und ist sowieso ziemlich schwer, Leute zu finden, die gerne schreiben wollen. Und ansonsten bin ich ein bisschen mit Toni rumgekurft, war mit der Familie ein wenig unterwegs. Ah, und ich habe Lexa gefragt, ob sie irgendjemanden weitererzählt hätte, dass ich im Club ein bisschen mal Ballett an der Stange getanzt habe. Und sie hat auf jeden Fall beteuert, sie hat es nicht getan und kann sich auch nicht vorstellen, dass Katie es getan hätte. Ja, aber irgendwie ist hier in der Stadt bleibt nichts geheim. Wir müssen mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ansonsten, ja gut, Schwarz wurde wohl freigesprochen, mehr oder weniger, mit gewissen Auflagen. Ich bin gespannt, er wird sicherlich bald wieder im PD anfangen. Und da werden sich die Geister an ihm scheiden. Ich denke, das war's. Ansonsten ein bisschen getanzt am Strand und ein bisschen Billard gespielt und Toni habe ich zumindest mal was anvertraut über mich, damit er auch Bescheid weiß, dass wenn wir uns auf der Straße begegnen, dass er mich nicht einfach anspricht mit dem Namen, sollte ich mal maskiert rumlaufen. Das war's eigentlich schon. Mal schauen, was der Tag bringt und wen ich erreiche. Okay. Hi, warst du in den wenigen, die auch die ganze Verhandlung da waren? Wie fandest du es? Sehr, sehr schlecht. Dito, bin echt fast sprachlos. Mal schauen. Oh, ich glaube, ich mache da keine weitere Berichterstattung. Liam. Huhu, zurück. Ich glaube, die sind alle schlafen. Lexa, guten Morgen. Bist wahrscheinlich schon schlafen. Toni, sollen wir mal anrufen? Oh, du bist ja
ja wach? Bist ja wach? Hui! Warte mal. Ich schreibe einfach Hi, Toni. Wir haben sie genächtigt. Genächtigt. Wunderbar. Lang geschlafen. Klar darfst du wach sein. Bist eine Nachteule. Okay. Ich würde so gern wissen, was er noch weiß. Ich frage ihn jetzt einfach. Mehr als absagen kann er ja nicht. Oh. Card Rooftop mit Lexa und Mark, soll man dich abholen? Okay. Okay, ich komme vorbei. Bin schon mit dem Roller unterwegs. Dann schauen wir doch da kurz hin. Ich rufe ihn nicht an. Nein. Sarah, du rufst ihn nicht an. Du rufst ihn nicht an. Du bist nicht so verloren, dass du ihn anrufen. Oh, ich will. Oh Gott, nein. Nein, nein. Achso, wo muss ich hin? Dann. Noch ein Medikit. Achso. Oh, oh, oh. Hier, oder? Oh. Oh, oh, oh. Oh, aber ich bin noch nicht so richtig wach. Oh. Okay. Passiert. Was ist denn hier passiert? Wow. Hi. Sind Sie nicht Sarah, die da? Ja, richtig. Hi. Hallo. Hallo. Ich bin jetzt gerade hier nur stehen geblieben, weil irgendwie da liegt ein Motorrad. Da liegt ein Motorrad? Siehst du es nicht? Ich sehe es. Doch, ne? Aber sind Sie nicht Sarah? Doch, ich bin Sarah. Ja, warum? Wow, wissen Sie, wer ich bin? Ich überlege gerade noch, wir haben uns schon gesehen, nicht? Ich bin der Basketballprofi. Ah, ich erinnere mich dunkel, der mich die ganze Zeit beleidigt hat. Hey, ich habe dich gar nicht beleidigt, ich habe dich danach gepusht, Junge. Naja. Bei der Verteidigung, als du gesagt hast, dass du gut bist, dachte ich, du möchtest mich in den Schatten stellen, weißt du? Dann dachte ich mir, nee, das ist. Ich bin aber, weil mit dem Korb dort komme ich nicht klar irgendwie. Ja, okay, du bist besser als ich. Ich will ja gar nicht besser sein, aber ich möchte nicht als schlecht bezeichnet werden in einer Dauertirade. Ja, das wäre nur Spaß. Ja. Also du bist auf jeden Fall besser als der Durchschnitt. Du meinst, weil ich einmal getroffen habe, ja. Hä? Oder zweimal, ich weiß es schon gar nicht mehr. Manche treffen gar keinen Ball, das muss auch gekonnt sein. Das stimmt, ja. Darf ich Sie was fragen? Ja, schieß los. Wie kommt es dazu, dass Sie mit so einem schönen Roller die ganze Zeit fahren? Weil ich kein Auto fahre. Ganz einfach. Ja, hey, aber warum? Weil ich da ein bisschen Angst vor den Sachen habe. Ich fahre lieber. Schnell oder wie?
Ja, zu schnell und ja, nee, ist einfach nicht so Ist meins. nicht so ihr, oder wie? Wie bitte? Ist nicht so ihr, oder Ist wie? nicht meins, nee. Schade, auch das Entschuldigung, ich Problem. duz dich einfach schon, ne? Aber Achso, ja, nee, kannst du machen. Also, du hast ja auch gesagt, Entschuldigung. bist du Sarah und Ach, es tut mir leid. Ja, ich weiß, nur so ein Name. Aber ich sitze sie gerne virtuell im Gesicht. okay, gut. Ja, ist sehr privat der Hintergrund, sage ich mal, warum ich Achso, nicht ja. war. Ja, ist gut. Wenn Ja. Sie es mir nicht sagen möchten, ist okay für mich. Das freut mich, wenn das in Ordnung ist. Für Ja, Sie, der Herr. für die beste Reporterin auf jeden Fall die Dame. Ja, ich versuche einigermaßen zurechtzukommen hier in der Stadt. Sind Sie neu hier? Nö, m-m. Ich bin schon vor 4 Wochen eingereist. Oh, das ist ja gut. Schon solide, ne? Ja, schon sehr lang. Aber trotzdem, manchmal muss man suchen, wo hier was in der Stadt los ist. Ja, das stimmt. Na, ich muss jetzt auch zum Würfelpark, da warten wir hier auf mich. Ja, Nicht, ich dass will die Sie gar weiter nicht müssen. aufhalten. Ich will Alles Sie gar gut! nicht aufhalten. Ich wünsche Ihnen Tja, als. noch einen schönen Tag und haben Sie viel Spaß bei dem, was Sie noch machen Ja, möchten. tschüss. Ja, tschüss. Du schaffst das, sagt er. Natürlich schaffe ich's. Warum sollte ich nicht schaffen? Bin gleich da. Bin gleich da. Brot nicht. Nochmal. Du musst gar nicht jetzt wie ein Clown hier haben. Das ist kein Clown. Hallo Marc, hallo Lexa. Na, so, ne? Oh, süß, ey. Ja. Ich pack den mal ein. Mach das. Ja, nicht zu schnell, ne? Nee, niemals, ich nicht. Ja, was machst du denn jetzt? Ey, Sarah! Hallo, guten Abend. Was geht? Bin gerade aufgewacht, ja. Na, komm, wir gehen an den Rooftop. Habe ich gehört, ja. Ich wollte nur kurz einparken. Warum gehst du nicht mit? Hallo, Anni Herz. Alles Hi. gut? Ja, bei dir? Ja, doch, ja. Noch nichts passiert, von daher geht's mir gut. Ey, können wir kurz mal reden, Sarah? Ja, klar, ich packe nur kurz Aber. ein. Oh Gott. Entschuldigung, Entschuldigung. Oha, Digga. Mist, wie nah. Hier sind doch voll viele Leute. Wie kann man das jetzt hier machen? Mal. Hä? Was ist denn jetzt los? Ja, bitte, ich will auch. Was ist denn jetzt? Komm schon. Lass mich Digga, weißt du was? parken. Was macht ihr denn? Ein paar. So, jetzt. Los, einsteigen. Hä, was? Komm, einsteigen. Moment, Anni wollte gerade noch was sagen. Moment mal. Okay. Lexa? Schieß los. Hey, ich dachte, die sind bei der Rooftop-Bar. Ja, dachte ich Was? eigentlich auch. Hey! Gehen wir jetzt zur Rooftop oder nicht? Ja. Schon, oder? Hast du mich jetzt extra hier abgeholt? Ja. Okay. Kommst du mit, Anni? Lieber drüben. Was geht denn da ab? Das wissen wir noch nicht.
Pass auf, du, ist super lieb. Anni wollte nur gerade irgendwie. Du wolltest noch kurz was sagen. Aber es ist ein bisschen laut hier, ne? Willst du schnell dahinter gehen? Na, da hinten ins Eck. Ja. Lexa, ich komm gleich. Hä, warum ist sie jetzt so abgedüst, hä? So. So. Du hast mir doch gestern oder so erzählt, dass du sowas verarbeiten musst, ne? Ja. Ist das wie mit diesem Philipp? Ja. Was hat er gemacht? Naja, er hat... wahrscheinlich habe ich einfach nur die Signale falsch interpretiert. Ich werde ihn auseinandernehmen. Warum? Weil ich das nicht korrekt finde. Aber du weißt doch gar nicht, was er gemacht hat. Egal, ist ein Wichser. Woher weißt du, dass er ein Wichser ist? Hast du auch Stress mit ihm, oder? Nein, ich habe keinen Stress mit ihm. Aber, also gestern war ich kurz unterwegs und da habe ich den so zufällig, weil ich mit Schnitzel und sowas so kennengelernt. Was heißt kennengelernt? Wir haben so gesagt, oh, ich brauche Geld, bla bla bla. Der meint, er war halt da, der kannte die irgendwie so auf dem Hof. Und dann hat er so gesagt, ja, er hat noch Dings, so viele Orangen und so, ob ich die mit ihm farmen will, ne? Okay. Meinte, ja, ich komme mit, bla bla. Und dann war der direkt so, weiß ich nicht, ne? Er hat mir direkt das ganze Geld dafür gegeben und war so hier, das und das. So, dann ist meine Freundin wieder in die Town gekommen. Ja. Da habe ich mir so gedacht, ey, weißt du was? Schreib den doch einfach mal an. Auf Tinder. Und wir nehmen den einfach mal ein bisschen so auseinander. Oh mein. Auf jeden Fall hat sie auch direkt ein Auto von ihm bekommen. Was? Und ich denke mir so, okay, das, was bist du für ein Typ? Psst, psst, psst. Der ist da. Da ist er. Ja, der ist gerade in... Doch, das ist er. Ich kenne ihn innen auswendig. Der ist gerade in das Auto eingestiegen. Oh mein Gott. Ich hoffe, ich habe leise geredet. Weiß ich nicht. Hast du? Das Ding ist, der schreit mir auch alt. Aber ich antworte dem nicht. Weil... Was, der schreibt dir? Ja. Deswegen wollte ich ja unbedingt mit dir reden. Okay. Nicht, dass du denkst, da wäre irgendwie... Ich finde, das ist gar nicht mein Typ, also null. Naja gut, mein Typ war er jetzt eigentlich schon, aber anscheinend... Aber ich möchte nicht, dass du verarscht wirst oder irgendjemand anders. Weißt du, was ich meine? Weil ich glaube, er ist so einer. Ich glaube, der ist einfach zu allen nett anscheinend. Ja, es gibt nette und es gibt übertrieben, oder? Also, warte mal, können wir mal ein bisschen dahinter gehen? Das ist so laut. Wir können auch in das Auto gehen. Ja. Dann erzähle ich dir jetzt mal ein bisschen mehr. Okay. Ja, das Ding ist, ich will nicht, dass der... Aber ich kann nicht mehr... Also, dass der dich... Warte, wir fahren mal hier weg, oder? Ja, einfach mal irgendwie nur eine Seitenstraße. Hallo, noch wieder ein Täter. Hallo. Oh mein Gott, Anni, ich kann's nicht fassen. Ja, aber was hat er getan mit dir? Naja, er hat nichts getan. Sagen wir es mal so, wir kennen uns jetzt bestimmt schon seit 3,5 Wochen oder so hier. Also ziemlich schnell nach der... Ach, oder seit 4 Wochen fast. Das heißt, ich habe ihn genau nach meiner Einreise kennengelernt und er war, glaube ich, auch bis zeitgleich eingereist. Und wir haben halt dann Zeit miteinander verbracht und er hat mit mir einen Autoführerschein gemacht. Und ja, also so eigentlich ganz cute. So. Eigentlich ganz cute. Er hat dann mir da halt geholfen und wie gesagt, wir haben einfach wahnsinnig oft miteinander auch hin und her geschrieben, rumgehangen, genau rumgehangen. Und er hat dann eben auch gesagt... Ja, ich glaube, es ist ein Ficker halt, ne? Ja, aber das Thema ist, es war nie was zwischen uns. Also es ist nichts weiter passiert. Also wir haben uns nicht geküsst oder so, gar nichts. Ja, aber du mochtest ihn ja, oder? Naja, er hat mir halt auch Blumen geschenkt und hat so Andeutungen gemacht mit, die Blumen sind der Weg zum Ziel. Dann habe ich mir gedacht, okay, das ist ein eindeutiges Signal mit den Blumen, am Strand übrigens. Oha. Dass ich ihn nach einem Date gefragt habe. Nach dem Date hat er mich dann, ich habe mal 3 Tage geghostet. Nach der Anfrage zu dem Date hat er mich geghostet. Dann habe ich mich erkundigt in der Stadt ein bisschen oder halt andere haben ihn gefragt, was da jetzt los ist, ob er mich denn jetzt mag oder nicht. Dann wurde mir erzählt von mehreren,
verschiedenen Leuten, dass er mich sehr wohl mag, dass er mich interessant findet. Und irgendwann haben es dann mal welche geschafft. Ich weiß nicht, ob du MD und Kiki kennst. Kiki, ja, aber war genau. Ich auch auf dem JGA. Ah, genau, super. Und Kiki und MD haben dann irgendwann mal es geschafft, das war auch schon der zweite Anlauf, uns an den Strand zu bringen, dass wir reden. Und als wir dann da geredet haben, hat er schon gesagt, ich wäre eine tolle Frau, aber wir könnten halt, das würde nicht funktionieren, weil er würde gesucht werden und es wäre... Ja, apropos, wo du das jetzt gerade erwähnst. Ja. Ich war ja dann mit ihm die Orangen machen da und dann sind wir zurückgefahren. Das war auch voll lang, weil ich habe so Smalltalk halt. Genau. Und dann sind wir so zurückgefahren und dann dachte ich so, er fährt mich jetzt halt wieder weg. Auf einmal alles voll mit Cops. Alles voll. Alle haben auf uns geschossen. Ich. Oh mein Gott. So. Und dann dachte ich mir so, was ist denn das für ein Film? Was macht er denn hier bitte in der Stadt? Dachte ich mir so, was ist das denn für ein Typ? Aber es erklärt halt auch, warum er einfach jemanden so random mal ein Cabrio schenkt. Ja, okay, genau. Und mir hat er gesagt, das würde nicht funktionieren, weil er könnte jeden Tag halt sterben und das will er mir nicht antun. Und ich meine. Das meinte er ernst oder war das so auf Ausrede? Sagen wir es mal so, es wäre einfacher gewesen, hätte er zu mir gesagt, in dem Moment, ne, das ist ja noch nicht ganz das Ende, in dem Moment wäre es einfacher gewesen, hätte er gesagt, hey Sarah, du hast irgendwas falsch verstanden, ich stehe nicht auf dich, ne? Aber hat er ja nicht. Das Thema ist nur, ist halt dann auch weggegangen und im Nachhinein habe ich viel drüber nachgedacht und auch was andere mir gesagt haben. Er kommt halt nie so von selbst und sagt, hey, wie geht's dir? Ich hatte einen Unfall vor ihm, da hat er auch nicht gefragt, ob alles okay ist. Hä, das Book und der fragt mich ständig. Okay. Guck mal, wenn ich jetzt hier den Chat mit dem angucke. Ja. Ja gut, hat er ja am Anfang auch gemacht. Ich habe ja auch immer Kontakt gehabt. Vielleicht ist das so einer, der will so eine Frau knacken und wenn er sie hat, mäßig verliert er das Interesse. Weißt du, was ich meine? Wahrscheinlich. Aber ganz ehrlich, das ist ja ein Ficker einfach. Weil ich habe da meine Freundin mäßig hingeschickt und dann habe ich ihm geschrieben, ja, was machst du gerade? Weißt du? Ja, okay. Und er sagt so, ah, ich fahre random rum. So. Und du wusstest, dass sie drin ist? Im Auto bei ihm? In dem Moment, nein, sie war nicht in dem, also ich bin da ja, mich juckt das ja nicht. Ich finde das nur so krass, weil er so ein Typ ist. Sie war nicht mit ihm in dem Moment, sondern... Also sie waren miteinander, aber nicht miteinander im Auto, sondern er hat in dem Moment ihr ein Auto gekauft. Also ist schon crazy. Also er hat dir ein Auto gegeben und Nein, ich habe kein Auto. Ich habe nur gefarmt mit ihm, also hier so Orangensaft gemacht und so. Und dann meinte ich so, ah, chillig, erklär mir das mal ein bisschen, weil damit macht man ja echt gut Geld und ich will mir eigentlich ein Lambo holen. Okay. Und dann meinte er so, ja, das geht auch gut und so, aber am besten brauchst du einen LKW, ne? Genau, richtig, ja. Dann meinte ich so, ja, okay, dann muss ich mir mal einen besorgen. Er so, nee, musst du nicht. Ich so, hä, warum? Ja, in dem Moment hatte ich einen LKW. Oh. Ja. Okay. Naja. Also total gaga. Ich bin total baff. Ich sag dir ehrlich, ich finde, das geht gar nicht. Ich glaube, der springt hier mit den Frauen rum, als wären das keine Ahnung was. Also mich juckt der nicht, ich habe keine... Ja, ich hatte halt... Immer noch nicht durch mit dem Thema, weil... Ja, verstehe ich. Ne, du sagst jetzt, für dich ist er nicht dein Typ, für mich ist er total mein Typ. Ja, aber ich er hat mich... Ja, jemanden, den ich richtig gern habe, weißt ja, du, was ich meine? Ja, und er hat mich halt jetzt schon so oft stehen lassen, geghostet, nicht geschrieben, sich nicht zurückgemeldet mehr. Und wann hatte die das letzte Mal Kontakt? Gestern tatsächlich, aber nur, weil ich gefragt habe, wie er die Gerichtsverhandlung gestern fand, bei der ich war. Okay. Und da hat er dann auch nur geschrieben, sehr, sehr schlecht. Aber es war schon oft so, dass er sich nicht gemeldet hat. Wann war das so ungefähr, wie viel Uhr? Gestern. War das nach der Gerichtsverhandlung direkt oder erst am Abend? Das war relativ nach der Gerichtsverhandlung. Okay. Es war so eine halbe Stunde danach, warte ich. Ja, auf jeden Fall hängt er auf Tinder ab, als wäre der keine Ahnung was. Wahrscheinlich alles bei nach rechts. Er hat mir geschrieben. Ja, steht nicht mehr da. Was war so eine halbe Stunde nach der Verhandlung? Echt jetzt? Ja, nochmal. Der ist auf Tinder? Daher hat ja Lulu den.
Weil wir mussten das ja auch hinbekommen, dass er nicht checkt, dass wir Kontakt haben. Weißt du, ich und sie. Ist sie wach? Nee, die ist pennen gegangen eben. Ach, schade. Das wäre jetzt irgendwie ganz witzig, ja, ich war da ja was aufzuziehen. Ja, deswegen, das ist ja der whole point, dass ich mit dir deswegen genau mit dir... Ach so, und das Letzte, was da noch war, genau, ich habe dann irgendwie auch Katie erzählt, die hatte den Junggesellenabschied organisiert gehabt. Ich hatte dann Katie auch, weil ich war wirklich, seit Samstag war ich so down, ist jetzt zwar eine Woche her, aber letzte Woche Samstag am Boden zerstört. Habe ich dann Katie auch davon erzählt. Und Katie, wie sie halt ist, rennt wieder zu ihm und fragt ihn, hey du, ne, wie findest du die Sarah? Und weißt du, was er dann gesagt hat? Die ist für mich wie eine Schwester. Laber doch nicht. Ja, ich wurde praktisch von tolle Frau, der Blumen geschenkt wurden, zur geghosteten Frau, die eine Schwester ist. Die eine Schwester ist und... Aber da weiß ich nicht mehr, da wollte ich noch rausfinden, ob er sich dran erinnert, weil er hatte ein bisschen Ärger an dem Abend. Es kann sein, dass er da auch einen Gedächtnisverlust dann hat. Er hat dann, weil Sandro, sagt dir auch was, Sandro Luciano? Nee. Das ist der Anwalt hier in der Stadt. Der hat das. Ja, aber der hat auch mitbekommen, dass ich Herzschmerz hatte. Es hat irgendwie gefühlt jeder mitbekommen, weil ich halt schlecht drauf war. Das haben die Leute gemerkt, ne? Ja, dass ich irgendwie so ein bisschen Mimi und ja. Auf jeden Fall habe ich Sandro ganz, ganz, ganz wirklich 5 Minuten erzählt, was los ist. Und Sandro war dann besoffen und ist zu ihm gefahren, hat sich mit ihm geschlägert. Aha. daraufhin kamen die halt beide ins Krankenhaus. Sandro hat die ganze Zeit gesagt, du bist so ein Arschloch, du hast der Sarah Herzschmerz verpasst. Und er so, wieso denn Herzschmerz? Er hat doch überhaupt nichts gemacht. Ist voll ausgerastet. Ich wollte dann mit ihm reden und ihm das erklären, aber der konnte so gar nicht nachvollziehen, was los ist. Und ich glaube, dass er so ein bisschen der EQ, also emotionale Intelligenz, also, wie heißt das? Wer ist das hier? Dass der da nicht so ganz auf der Höhe ist, so mit emotional intelligent. Beziehungsweise auch nicht empathisch. Ja, ey, keine Ahnung. Ich bin halt so, guck mal, ich habe ja auch jemanden echt gern hier. Ja. Und wenn der sowas machen würde, ich würde es halt wissen wollen. Weißt du, wie ich meine? Ja, natürlich. Deswegen war mir das richtig wichtig, dass ich dir das sage halt auch. Aber was für ein Zufall. Ja, weißt du, wie erschrocken ich war? Weil hätte ich in dem Moment gewusst, dass er das ist, ich wäre nicht mal mit dem Orangenfarben gegangen, sage ich dir, wie es ist. Okay. Hätte ich nicht gemacht. Weißt du, so aus Loyalität dir gegenüber. Ich hätte das nicht gemacht. Das ist sehr nett, danke. Ja, ey. Hätte ich nicht erwartet. Ich meine, ich habe ja kein Anrecht auf ihn. Ne? Also, es ist nichts gelaufen. Das einzig Gute, was ich dir sagen kann, ist, Anni, wir haben im Endeffekt, wir haben uns nicht geküsst. Wir hatten nichts weiter. Das heißt, er ist zumindest keiner, der mit einer ins Bett stellt und sie dann fallen lässt. Check ich, aber für mich ist so diese emotionale Ebene viel mehr wert als das körperliche, weißt du? Stimmt auch wieder. Ja, also emotional hat er mich natürlich total geknackt. Da hat er dich gefickt, auf Deutsch gesagt. Weißt du, was ich meine? Ja, komplett. Ja, komplett. Deswegen, also das ist für mich viel, viel, viel wichtiger als so Sex oder sowas. Das ist für mich so, ja, also ich bumse jetzt ja auch nicht mit jedem, auf keinen Fall, aber das ist. Da ist er doch schon wieder gefahren. Ist er das gewesen? Ja, ich glaube, das ist sein Auto. Er hat so ein Mercedes-Maybach-Gedöns. Und das Thema ist, ich versuche halt Junge, nur... Junge, der ist auch nur alleine oder mit Frauen. Ich sag dir wirklich, wie es ist. Echt? Ich habe ihm eben jetzt geschrieben gehabt. Ja. Habe ich dich nicht eben gesehen? Fragezeichen. Weil ich tue ja jetzt auch so, ich weiß ja von nichts. Okay. Ich weiß ja nicht, dass du mit ihm was hattest oder so auf emotionaler Ebene, weißt du? Ja. Dann schreibt der, kann sein, schreibe ich, wieso bist du so schnell weggefahren? Und dann schreibt er, hab dich gar nicht gesehen, wo bist du? Da habe ich geschrieben, ich war bei der Garage am Würfelpark. Ah, okay. Das Ding ist... Achso, das hatte ich ja auch. Also er ist auch vor mir schon weggelaufen und solche Sachen. Ne? Also oh als er mich... weil da wollte er sich mit Lexa treffen im Park und ich war halt auch dort. Und ohne Scheiß, er ist gekommen, aber das ist auch schon 2 Wochen her. Das war bevor das große Stranddrama war, sag ich mal. Ist er dann auch vor mir weggelaufen. Also er hat wirklich sehr viel krasses Zeug abgezogen. Zwischendurch haben wir aber dann trotzdem immer wieder doch miteinander reden können. Und am Strand damals hat er mich auch stehen lassen. Also für mich ist das ein
ist das ein kleines Kind. Ich würde auch total gerne, also ich würde gerne irgendwas aufziehen, aber bevor ich was aufziehe, so würde ich ihn gerne so ein bisschen finanziell, ich glaube, das tut ihm eh nicht weh und er hat es verdient. Meine Freundin hat jetzt schon ein neues Auto, die hat gar nichts dafür gemacht. Also weißt du, was ich meine? Die haben sich 5 Minuten unterhalten. Krass. Das war ein Tinder-Date. Die waren Tinder-Date. Oh Gott, ich hab zu jedem weißen Auto, denke ich mir, oh Gott. Ja, naja, weil wenn wir was aufziehen wollen, dürfen wir halt nicht zusammen gesehen werden, groß. Ja, ne? Deswegen wollte ich unbedingt mit dir reden. Weil okay. Das Ding ist, guck mal, die haben 5 Minuten, die haben sich auf Tinder gematcht. Er hat mich gefragt, hey, was machst du? Ich habe gesagt, keine Zeit. Dann hat er sie gefragt, ja, willst du was machen? Das muss ihm doch aber auch klar sein, dass sich manche Mädels hier unter der Stadt kennen. Ja, aber ich glaube irgendwie... Aber das passt halt auch dann nicht mehr zusammen, weil... Wenn wir danach gehen, was er zu mir gesagt hat, er kann nicht mit mir zusammen sein, weil er lebt so gefährlich und ich bin ja dieses brave Mädchen. Dann dürfte er ja gar keine Frau daten. Ja, ich muss dich hier irgendwo rauslassen, ich muss schlafen gehen. Oh, okay. Aber wir müssen uns die Tage morgen oder so dringend unterhalten. Ja, sehr, sehr gern. Lass mich hier raus, hier ist ja eine Garage, dann kann ich... Okay, perfekt. Dann vielen, vielen Dank, Anni, dass du mir das erzählt hast. Ja, natürlich. Wir müssen auf jeden Fall nochmal darüber quatschen, nur ich kann nicht mehr. Okay. Okay. Bis dann, ciao. Ciao. Gott. Und ich hätte ihn fast angerufen. Hi, Philipp. Hallo? Bist du da? Okay, es hört nicht so aus. Ja.
Philipp? Schauen wir doch mal, ob sein Auto offen ist. Sarah, du müsstest alles mal bitten aufzuschließen. Okay. Und ich hier eine ab, ne? Passiert mit euch das gleiche wie mit Teleglötzchen. Hallo, kannst du das da aufsperren? Ja. Ah, super, weil ich bin mit Lexa da. Ach so. Sie meinte, ja, dass du das machen kannst. Hi, ich bin Sarah. Wir kennen uns noch gar nicht, oder? Ja, doch, wir sind. Doch? Wir haben eine Fahrradtour gemacht. Ach, ah, das war der Abend, ja, stimmt. Sorry, du hast irgendwie was anderes an heute. Dankeschön. Hui. Kannst du überhaupt auch hier rauslassen, worauf gerade danke. Schnitzel? Ja, die haben sich mal wieder geprügelt hier. Aber warum? Ja, weil die doof sind, Männer. Aha. Echt jetzt? Ja. Na, guten Abend. Aber stimmt, da wollte ich dich eh noch mal fragen, ne, wegen dem... Bis gleich. Was da passiert ist draußen. Weil du hast ja gleich geschossen, das war voll krass. Nö, ich hab dreimal gesagt, er soll aufhören.
Echt, das war so ein Durcheinander. Ich war, glaube ich, ganz anders in Gedanken. Ich habe dreimal gesagt, er soll es lassen. Ich habe mich gerade mit dem Herrn Anwalt unterhalten, so. Okay. Und zwar ein bisschen ernster. Und er kommt und haut ihm auf die Fresse und schlägt ihn tot, sodass ich mein Gespräch... Ja. Dass ich mein Gespräch nicht beenden konnte. Und ich habe dreimal gesagt, hör mal auf jetzt. Und dann, okay. Ja. Pech. Schuld eigene. Und ich habe ihn ja nur angeschossen und er hat trotzdem nicht aufgehört. Stimmt, und dann hast du weiter geschossen, ja. Nee, dann habe ich ihm eine geboxt. Ach krass, wie ich habe das ganz anders. Echt? Oh, ja. Krass. Ich war etwas durcheinander an dem Abend, glaube ich. Wie du dir vorstellen kannst. Ja, aber er braucht nicht auf dicke Hose machen. Hm. Nicht, wenn ich daneben stehe. Okay. Schnitzel, geht's dir denn gut, Mensch? Oh, es sieht eigentlich aus, als würde er nur schlafen. Ja, das stimmt. Schnitzel, Mensch. Ich fühle mal den Puls, Moment. Ein bisschen was kann ich ja noch so von meiner Erste Hilfe. Okay. Schnitzel, wir machen. Ja, doch, Puls ist noch da. Alles gut. Sehr schön. Und hallo Liam übrigens. Und hallo Marc nochmal. Das ist Benny. Ach, das Liam ist Benny. Hä, Liam ist runter. Mann, ihr seht immer noch gleich aus. Das gibt's ja nicht. Ist so. Hä? Ah. Was denn, hä? Was denn los, Sarah? Ach. Ey, Lexa. Ja? Wie kann ich Autos verschenken? Genau, wir haben das versucht, aber es ging vorhin nicht. Eigentlich müsste es gehen. Ich glaube, das Schnitzel. Falls Schnitzel wieder zu sich kommt, wird er es uns bestimmt sagen können. Wie, was meint ihr? Oder Marc, weißt du das, wie man ein Auto übergeben kann? Holt euch einen Kaufvertrag. Oh. Aber es geht auch anders. Nee. Guten Abend. Ja. Guten Abend. Sind Sie auch Mediziner? Ja, ja, ich habe nur Feierabend. Ich bin nur mit meinem Kollegen gerade hergekommen. Bitte helfen Sie dem. Liam, ich hab dich gerade wieder mit Benny verwechselt. Ihr müsst euch mal irgendwie so ein einzigartiges Merkmal zulegen. Was ist mal? Guck dir ihn an, guck dir mich an. Geh mal neben ihn. Junge, ich bin dunkel. Der hat doch noch Nasenbluten, oder? Hat er die SMS gelesen? Ja, also ich hab jetzt nicht irgendwie... Schnitzel. Scheiße, Schnitzel, ey. Scheiße mal, wer bist du denn hier vor mir? Verdammt, ich hab mich voll erschrocken. Ich bin noch mit meinem Kollegen hier. Mal eben eine meditierende Zigarette rauchen. Oh, ja, Aspirin wäre super. Hast du vielleicht zwei für mich? Ich brauche immer die doppelte Portion. Also, hast du dir eigentlich gar nicht verdient für den Schmerz? Ich würde Ihnen raten, falls Sie noch Schmerzen haben, kommen Sie bitte bei uns zum MD, da würden Sie nochmal in die Röhre gesteckt, ne? Alles klar. Super, danke Ihnen. Ah ja, was soll ich so sagen? Ist das so? Mike, halt die Schnauze, Mann. Ey, dreckige Shift hier. Prickel in meine Bauchnabel. Alles klar, schönen Abend wünsche ich euch noch. Ja, schönen Abend. Ich Das war 100 Pro. Gerne, ja. So. Da können wir dann jetzt, ja? Haben wir es dann jetzt wieder? Ja. Cool. Also. So, Cola. 3000. Okay. Ich notiere in der Zeit. Mhm. Jackie liegt beim Einkaufspreis bei 500. Verkaufen wir für 6060. Mhm. Belverde liegt im Einkauf bei 1000. Somit verkaufen wir den für 12.300. Okay.
Salitos ist im Einkauf bei 250. Verkaufen wir für 2600. Okay. Aperol kostet im Einkauf 400. Verkaufen wir für 4330. Okay. Frappé. Ein Frappé gibt's für 1660. Ja. Ein Eis für 2060. Mhm. Kandierte Äpfel. 6666. Oh Gott. Was kannst du nochmal sagen, sorry? 6666. Okay. M&Ms kosten 2300. 2200? Nein, 2300. Ah, sorry. Genau andersrum. Ich kann nicht zuhören und schreiben. Bohnen für 3333. Ja. Und Schokoriegel für 2600. 3600. Dann haben wir eine ganz coole Speisekarte, Getränkekarte, also so eine Getränke- und Snackkarte zusammengestellt. Mhm. Okay, okay. Ja, die Sachen auch kein Verfallsdatum haben. Können wir das so eigentlich erstmal ausprobieren? Theoretisch. Findet doch nicht. Mhm, kann auf jeden Fall machen. Die, werden wir das gleich noch in den Lagerbestand packen, damit man da eine Übersicht kriegt? Ja. Gut. Ich habe auch schon ein paar Sachen eingekauft tatsächlich. Also ich habe von den Getränken habe ich schon mal auf jeden Fall von allem ein bisschen geholt. Aus eigener Tasche. Und ich habe da nichts vom Familienkonto für abgehoben. Mhm. Genau. Wo kaufst du das ein? Die Getränke kann ich bei uns im Lager bestellen. Ah, okay. Und die Essens- und Getränkesachen, die tatsächlich auch mir was auffüllen, ne? Von deinem Hungergefühl und so, die kann ich selber herstellen. Okay, super. Dann zum Beispiel sowas hier. Ich gebe dir mal was Kleines hier. Kannst du das mal ausprobieren? Kantierter Apfel. Ja, sind halt so Snacks, ne? Mhm. Aber bringen halt trotzdem was. Okay, gut. Ja, super viel sogar ein kantierter Apfel. Ja. Den esse ich, wenn ich richtig hungrig bin. Dankeschön. Deswegen finde ich, es ist aber eigentlich eine ganz feine Sache. So. Ist auch was die anderen Clubs halt nicht haben. Ne? Ja, die haben nur Getränke. Ja. Ja gut. Gibt's noch? Aber schon wieder Stimmprobleme. Mhm. Hat nee, ansonsten hätte ich jetzt nichts weiter. Ah doch, wir müssen noch drüber reden, wie das jetzt mit der Bezahlung der Tänzerinnen ist. Sollen die jetzt private den vollen Betrag bekommen oder 80% und wir kriegen 20% und die dürfen natürlich ihr Trinkgeld behalten? Das schon mit den 80 drin. Also 80%. Und wie viel soll jetzt ein Private Dance kosten? Haben wir mit 150 immer gesagt, oder nicht? 150.000. Ich frage nur noch mal nach. Ich möchte das einmal besprochen haben. Weiß denn jemand, wie viel das beim Mo Club früher gekostet hat? So als Referenzpreis? Die hatten da gar keinen. Nicht? Doch, ich war da einmal kurz drin zu dem Zeiten. Aber ja? Ich habe irgendwas mit 200.000 noch was gehört. Nein, ich habe da gearbeitet. Für 5.000 hast du Private gekriegt teilweise. Wow. Eigentlich schon hinterhergeschenkt, deswegen sage ich ja. Das ist ja viel zu günstig. War sehr, sehr günstig. Das Ding ist halt, ihr müsst immer so überlegen. Ach ne, Entschuldigung, Patin. Du machst das nicht.
Was denn? Nein, erzähl ruhig. Ey, Kinders, ihr müsst schon ein bisschen überlegen. Wenn wir oben die Leute halten wollen, können wir nicht alle Tänzerinnen unten die Privates schicken. Ja, richtig. Das heißt, je billiger die Privates, umso mehr sind oben weg. Ja. Umso weniger Leute sind oben, die gehen halt alle und umso weniger Umsatz machst du. Richtig. Und dadurch, dass die Tänzerin für den Private ja das selber behalten darf, weil wir sonst keine Tänzerinnen mehr haben, ja. Wegen uns ist nichts, wenn die ganzen Mädels dann unten sind. Richtig. Deswegen ist es so teuer. Regeln machen. Wenn man, wir haben jetzt, sagen wir jetzt mal, wenn alle vier da wären, wie gesagt, dass wir vier haben, können maximal immer zwei zum Private gehen und zwei bleiben oben. Ja, richtig. Das wäre auch eine Möglichkeit. Müssen sie halt sich gedulden. Ja. Müssen sie sich halt vorher noch ein bisschen. Wenn aber ihr deswegen jetzt 200.000 verloren geht, deswegen, kannst du es auch nicht bringen, weißt du? Ja, ich hoffe ja, dass wir nicht nur zu viert bleiben, also beziehungsweise geht es ja auch darum, wir müssen auf jeden Fall noch andere Tänzerinnen finden, die das in Vollzeit machen, weißt du? So sieht's aus, die brauchen wir dann. Wen haben wir denn schon als Tänzerin? Sag mir mal ein paar. Also ich hatte mit Anni gesprochen, dass sie auf jeden Fall erstmal aushilft. Ja, die würde tanzen. Ich werde mir jetzt anrufen und sagt die nein. Ja, schön, aber ich habe ja mit ihr gesprochen. Solange die das mit mir regelt, ist das ja alles fein. Ich sag, man muss sich verlassen können drauf, das ist wichtig. Ja, ich muss mich drauf verlassen können. So. Mir ist das ja relativ egal, was die mit euch quatschen, die Mädels. Wichtig ist, was ich mit den Mädels quatsche, denke ich. Und dass ich mich darauf verlassen kann. Und ja. So, ich tanze auf jeden Fall mit Perücke und Maske. Mindestens am Eröffnungsabend. Ja, muss ja. Wir müssen ja. Okay. Ohne Tänzerin keine Club-Eröffnung. So, dann hatten ja das Problem ist, dass durch diese Aktion jetzt von diesem Vin Connor, ich glaube Sarah auch wieder, sich denkt so, schwierig, aber das ist halt einfach richtig, richtig arschig von ihm und da wird er, wie gesagt, auch noch seine Konsequenz für bekommen. Ich würde es cooler machen. Frag doch mal Emma und Fiona, ob sie nochmal tanzen wollen. Ich habe eine Frage, man wollte Frag du mal Emma und Fiona, ob die nochmal tanzen wollen. Du hast besseren Kontakt. Bitte? Ja, so schnell wie möglich. Ja, ich ruf sie an, ich frag mal. Ich habe jetzt gerade mal ganz so stumpf mit dem. Bist du leise bitte, dass ich kurz telefonieren kann? Ja, ich. Ich geh doch kurz zur Seite. Ich hab mit dem. Nein, das ist doch wichtig für uns jetzt. Warte doch einfach kurz. Nein, geht nicht ran, probier ich wieder. Jetzt darfst du Benny erzählen. Ich hab jetzt gerade den Vin einfach mal nur so stumpf angeschrieben. Über Birdie. Ja. So, hey, wie geht's? Hab mal ein paar Anliegen. Also, hey, gut und selbst und was? Ich sag, auch ganz gut. Ich sag, würde ich am besten mal persönlich mit dir besprechen. Ich sag, nichts Schlimmes. Also, wer bist du denn? Ich so, ich bin neu in der Stadt und suche Anschluss mit den Kollegen. Und er so, sucht dir eine Familie. Ich so, ja, eventuell. Mal gucken, was er jetzt schreibt. Und dann nur damit Bescheid, weil ich da jetzt gerade schon hinterher bin. Und wenn das jetzt gleich irgendwas wird, Liam, dann fahren wir bald los, ne? So, und wer sagt mir jetzt, wie viel 80% von 150.000 sind? Oh. 120.000. Der Taschenrechner. Der Taschenrechner, ja. 120.000 sind 80%, 30.000 sind für uns. Ja, klingt doch eigentlich verlockend, oder? Für 10 Minuten Arbeit 120.000 plus das eventuelle Trinkgeld. Oh, Junge. Das ist echt so blöd. Stell dir das Kuratorium irgendwie. Apparat. Ja klar, ich wollte mal so fragen, pass mal auf, ihr habt ja den Mordclub jetzt komplett abgegeben und verkauft, ne? Habt ihr gesehen, dass da haben die jetzt umgebaut, den neuen Besitzer? Ja, was sagst du dazu? Jetzt mal so auf alte Zeiten hinweg, rein geschäftlich gesehen, ohne diesen ganzen Krimskrams im Background. Hättet ihr denn Bock zu tanzen noch? Oder seid ihr eher nicht mehr so die Tänzerin? Alle beide? Okay, also gar kein Interesse mehr an der Branche. Okay. Ja, ich frag mal, weißt du, vielleicht hätte es ja sein können, dass wir hier nochmal euren Traum wahrleben hätten können. Aber ich frag mal. Alles klar. Nee, wollte ich nur wissen. Alles gut, dann wünsche ich dir viel Spaß. Hau rein.
Schaut schlecht aus. Aber ich gehe mal ein bisschen Gedanken. Liam? Ja, bitte. Lass uns mal bitte was gucken fahren. Ich muss mal was wissen, ob das noch da ist. Wenn du deinen Papagei aufgespielt kriegst, dann können wir das gerne machen. Ja, passt schon, komm. Tschüss, Liebe. Viel Spaß mit Benny und seinem Papagei. Ich weiß, wer ich bin, okay. Mhm. Ja, wir sind im Funk, Liam, ne? Ja. Ärger euch beide doch nur. Dixer. Marc? Ja. Red weiter. Ich bin mal 5 Minuten meditieren. Ach so. Ah, okay. Okay. Na und, alles fit bei dir, Sarah? Ach, so lala. Wie, was los? Ach, ich weiß nicht. Irgendwie. Ich habe heute noch keinen Artikel und also ich bin ja auch spät wach geworden und ich habe immer schon so das Gefühl, ich bin schon wieder hinter der Zeit, weil ich nichts hab. Ja, also ich kann dir mal sagen, also ich bin seit 11 Uhr wach und ist nichts passiert heute? Also ich war im viel an den Feldern ein bisschen unterwegs, hab da ein bisschen geguckt, gemacht, getan, tote Hose und so. Also hat einfach nur so Leute, die in Gedanken stehen. Ja. Da gab es nur einen Zwischenfall von, wie hieß die Dame? Die Halbschwester von Anni da. Mhm. Die ist ja dieser frisch eingereist so. Da kamen da so zwei Männer, der eine hat die einfach auf die Schulter gepackt und direkt abgezogen. Ah, okay. Also so ein bisschen entführt mäßig, so sage ich jetzt mal, aber auf leicht. Und Liam und ich mussten sie dann kurz zurück holen von den Fängen von den zwei Herren. Okay. Das war eigentlich das Spannendste heute Abend so. Okay. Also wie gesagt, also ich habe gar nichts mitbekommen, dass irgendwas Krasses los gewesen ist. Ja, es war ja auch keine Show, ne? So wie normalerweise sonntags. Ja, gar nichts. Hat wirklich nur die Ostereiersuche. Echt? Ja, war eine Ostereiersuche. Oh, dann habe ich die verpasst. Oh, da hätte ich drüber schreiben können. Ja, gut. Ja, ich glaube, du hättest dann nicht so, also höchstens mit den Leute, die die Eier gefunden haben, hättest du vielleicht einen Artikel machen können. Aber ich sag dir ehrlich, ich bin anderthalb Stunden quer durch die Stadt auf der Suche gewesen. Und nichts gefunden? Gar nichts gefunden. Ich geh mal kurz Balkon herlaufen. Alles gut. Okay. Das Lachen ist schelmisch. Ich weiß nicht. Aber sind denn alle Eier gefunden worden? Ja, es wurden alle gefunden. Ja, es sind alle gefunden worden. Hast du ein Foto mit dem Ei gemacht? Nee. Ich hab keins gefunden. Marc, du? Nein, auch nicht. Ich bin mal eben meine Rauchen. Mann, ja, ich hätte doch jetzt mal schreiben können, so auf in, ne? Ja, leider habe ich, also ich bin wirklich anderthalb Stunden durch die ganze Stadt durch. Ja. Hab gesucht. Liam war mit dabei, Anja hat ebenfalls selbst noch gesucht. Ja. Benny war auch suchen, wir haben alle nichts gefunden. Okay. Und ich war anderthalb Stunden unterwegs, ich musste zweimal voll tanken. Ich war so viel unterwegs. Also ich habe keine Ahnung, wie der Osterhase das so verlieren konnte, ne? Aber Weil ich habe auch nichts gesehen jetzt auf Insta oder so. Hat ja überhaupt niemand was über die Ostereiersuche geschrieben? Nein, alle halten sich bedeckt. Ich glaube, weil die halt Angst haben, wenn der Gewinner rauskommt, dass da vielleicht irgendwas passieren könnte. Aber weiß man denn, ob ein Ei gefunden wurde?
Der Ostasse hat es in der ganzen Stadt rum erzählt, dass alles gefunden wurde. Ah, okay. Aber ja, ist halt, sag ich mal eben, schwierig, wenn man die ganze Zeit am Suchen ist und macht und tut, ne? Ja, klar. War ich da schon ein wenig enttäuscht, sag ich mal. Schade. Ich hätte es dir gewünscht. Ja, aber war mal cool, da war auch mal ein bisschen... Es war ein Affe im Krankenhaus. Wie? Wo? Was? Hä? Ja, ich sehe hier gerade einen Affe. Von King Jay hat es gepostet. Heute auf Birdie. Na, ich hab... Und ein Coyote oder sowas. Okay. Ja, ein Coyote war auch da. Krass. Pascha in Love, okay. Wolltest du heute dabei sein noch, Lexa, oder können wir das damit Schnitzel und den anderen machen? Dieses Meditieren. Achso. Also wir hätten auf jeden Fall einen Ort, wo wir ihn hinbringen könnten. Okay. Der ist frei, das ist auf der Karte, wenn du guckst, bei der 72. Dort könnten wir den unten in den Lager reinbringen, in so einen Keller. Wir müssen halt nur noch gucken, dass wir ihn dann halt von da aus runterlocken. Also aus von seinem Anwesen aus weglocken und dann halt da runterfahren. Das heißt, es wäre gut, wenn ich und Liam dann nachher zu ihm hochfahren oder gleich. Dass die anderen dann unten in dem Bunker schon fertig gemacht stehen, weißt du? Mhm. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß, was du meinst. Okay. Es geht um Wind, oder? Ja. Oh hier. Hätte ich mal bloß nichts gesagt. Alles gut. Ja, am Ende tut es immer wieder auf mich zurückfallen, weißt du? Ich habe so Schiss vor manchen Sachen. Weil die Leute... Sarah, ja. Ein bisschen leiser reden, ja. Ne? Weil irgendwie immer, wenn irgendwas ist, kriege ich es ab. Ich glaube schon, dass die Jungs und ich bestimmt schauen, dass das dann nicht zurückfahren kann. Naja, aber am Ende wollt ihr ihn zur Sprache stellen, warum er das von dem Tanzen weiß. Ja. Hauptsächlich geht es uns darum, dass er herum erzählt, dass der Besitzer gewechselt hat. Oh. Okay. Das ist eher ein größeres. Das ist eher und da war auch ausgemacht, dass er das nicht tut? Ich habe nie mit ihm geredet. Ach so, okay. Und extra weiß ich nicht, wie groß da der Kenntnisstand ist. Aber, naja, Gerüchte streuen sich. Und wenn wir von jemandem angesprochen werden, ob das uns gehört, weil das durch diese Person hört, dann wird das auch Folgen haben. Verstehe. Wann soll es denn eigentlich losgehen mit dem Club dann? Gibt es da schon ein Datum oder so? Nein, wir haben noch nicht effektiv festgestellt, weil wir noch mit den anderen Liegenschaften sprechen müssen, wie die Öffnungstage planen, was die vielleicht auch geschlossen lassen, okay. Wenn wir eröffnen, noch halt persönlich einladen. Dass man halt auch wirklich direkt auch Besucher hat, die dann auch das Angebot nutzen. Okay. Aber ja,
Ein genaues Datum wird dann noch bekannt gegeben. Mhm. Das wird dann hier erst intern besprochen. Ja, das wäre super. Das dann irgendwie, wenn es zu kurzfristig ist, auch schwierig für mich. Ja, deswegen müssen wir das vorab besprechen. Also ja. Ich denke mal, das wird bestimmt noch ein paar Tage dauern. Mhm. Hey, hola, amigos. Ja. Aufstehen. Darf ich jetzt widersprechen? Entschuldigung, sorry, es war nicht. Alles gut. Das muss so laut gesprochen, dass Kuss, Kuss, ich. Alles gut, Schnitzel, ich mag nein, dich doch. Nein, nein, bitte. No. Mit diesen. Hallo, nie darf ich was sagen. Komm, wir treffen uns auch. Also willst du nicht mitkommen? Was ist mit Alexa? Die müssen wir wohl mitschleppen. Ja, dann bleibst du halt hier. Dann mach ich das alleine. So, das ja, dann bleibst du halt draußen in der Nähe oder so, ja, ja. Also, wir fahren anwesend. Ja, ja. Außer Benny. Schon wieder außer mit. Benny. Oh weia. Alle außer Benny fahren. Benny, du distanzierst dich ein bisschen. Ey, was soll das? Das ist nicht fair, hör auf damit. Oh doch. Nee. Wegen deinem Papagei, oder? Ja, übel der Papagei. Mhm. Mein Auto ist weg, super. Ey, oh, Lexa ist wieder da. Komm mal mit. Mein Lieben holt, glaube ich, kurz ein Fahrzeug. Achso, passen wir nicht alle rein in dir? Nein, wir sind fünf. Zwei. Oh Gott, okay. Oh. Schon mal einsteigen, dass wir hier nicht mit Benny die ganze Zeit gesehen werden. Mhm. Mann, ich hab die Eiersuppe verpasst. Was ist jetzt mit uns? Ja, Schnitzel kommt noch und dann anwesend. Oder geht der mit Benny? Wir haben noch Platz. Nee, der geht nicht mit Benny, der ist hochgradig ja. Genervt von dem Liam, Papagei, glaube ich. Ja, ich verstehe. Wirst genervt? Bist du genervt vom Papagei? Nee, 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 alles gut. Oh, Alter. Oh. Mal weiter, ich darf nicht weiterfahren. Benny, geht's gut? Ja, wir dürfen nicht gesehen werden, das ist doch Quatsch, wenn er sich da einschleust. Ja. Der Typ arbeitet mit allen Mitteln. Mhm. Ich höre ihn jetzt schon in meinen Ohren, wo er sagt. Du musst mal bei D-Funk schauen. Wo ist was im D-Funk? Ich sehe nichts. Ist da nichts angekommen? Nee. Ich weiß nicht. Du schickst mir im D-Funk immer nur Sachen, die nicht funktionieren. Ist schon mal aufgefallen. Entschuldigung. Hat das andere auch nicht funktioniert mit der Dropbox? Ich hab gar nichts gekriegt. Ich hab doch bei D-Funk einen Link geschickt. Vorgestern oder so. Ja, das schon. Das schon. Aber jetzt gerade habe ich nichts gekriegt. Ja, ich habe das eben beim Handy gemacht. Ich muss gucken. Ich muss nicht einparken. Als letztes raus. Marc, schaust du kurz alles durch? Hast du eine Waffe dabei? Nein. Im Kofferraum liegt noch eine. Ja, wird schon keiner da sein. Sarah, ich bin mal kurz am Nachdenken, ja? Ja, klar. Hau rein. Ich zieh mir mal was anderes an. Ich brauche unbedingt andere Outfits. Wo guck ich mal? Ich brauche unbedingt andere Outfits.
Hi, Benny. Was denn? Nix. Ich habe überlegt, ob ich dich ärgere. Ganz schön frech für deine Größe. Ja, spielen wir eine Runde und dann gehe ich schlafen. Na, ich würde mal sagen, Ladies first. Dann kannst du mit Sarah eine Partie machen. Oder Sarah? Okay. Können wir machen. Ach so, ich dachte, wir zwei gegen irgendjemand anders zwei. Ach so, ich dachte, nein. Wir beide. Ach so, nur eine Ladies Party. Eine Ladies Party. Okay, du hast aber keine eingelocht gerade, oder? Mm-mm. Okay. Egal, ob man schwitzt oder friert. Sommer ist was in deinem Kopf passiert. Kennt es jemand? Ja, klar. Dann ich scheiße mich um. So. Warum sollte man das nicht kennen? Ja, gibt doch so Leute, die kennen das nicht. Naja, gut. Zwölfjährige kennen es wahrscheinlich nicht. Okay, kommt da jetzt noch irgendwas oder? Es ist Sommer, egal ob man schwitzt oder fehlt. Nein, ich war ein per E-Mail. Achso. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ich habe immer noch geschickt. Ja. Sommer ist was in der. Hast du was eingeloggt? Nein, freie war er noch. Oh. Jetzt brauche ich einen anderen Ohrwurm, bitte. Ich hätte gern 9 Ohrwurm. 9 Euro? Ja. Daddy DJs, take me to the party. Da, 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 da. Das ist viel zu schwer für einen Ohrwurm, glaube ich. Meinst du? Ach ja, der Hey. Okay, warte, wie heißt der Hey, du, der Hey, bist du Oldschool? Ich bin Oldschool-affin, das weißt du. Ja, ja, bist du Oldschool RTL 2-Schauer? Nee. Nicht? Gar nicht. Kannst du mir. Pokémon-Song rausgehauen. Nee, check ich. Das check ich da nicht. Okay. Na, ist nicht für jeden was. Sonst noch für Ohrwürmer. Also Lexa hat es ja, eigentlich schon ganz gut gemacht. Oh Gott. Full! Also, ich hab so die Fullen jetzt. Hüpfen hier und dort und überall. Das sind die Gummibärs. Das sind die Gummibärs. 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 Die liegen alle, deine liegen alle im Weg, Lexa. Wieso? Ja. Das Problem hatte ich eben auch. Na schon, vielleicht klappt das. Scheiße. Hätte ja funktionieren können. Die sollte eigentlich in die Mitte, also genau die sollte auch irgendwo rein, aber eigentlich in der Mitte. Der war krass. Der war irgendwie seltsam. Der war stark. Das war absolutes Nicht-Können. Das war wieder ein voller. Bin gleich fertig. Oh, das ist schwierig. Mal schauen. Das war deiner. Du bist.
Hat sich der Charles nochmal gemeldet eigentlich? Ja, nee, bisher nicht. Ich glaube, der war gar nicht wach heute. Okay. Oh, okay. Du das? Da ist die Weiße reingegangen. Gesundheit! Ich bin doch alles schon wieder. Sehr schön. Das klappt. Alexa? Ja, Entschuldigung. Alles gut. Ich dachte schon, versuchst du immer noch das Schnitzel zu schicken, ja, ne? Ja. Dachte ich mir schon. Hast du jetzt was eingelacht? Nee, ne? Mm-mm. Hat sich irgendwie gerade so angehört. Leider nein. Ich glaube, das wird jetzt gar nichts. Ja. Nicht? Mhm. Ich krieg auch heute hier nichts gebacken, ne? Macht nix. Ich meine, ich habe auch noch nie ein Spiel, glaube ich, gewonnen, oder? Habe ich? Glaub nicht. Oh Gott. Ach Mann, so schwer kann es doch gar nicht sein. Du bist wieder? Genau.
Ja, die liegen alle nicht so gut. Obwohl doch, die. Das gibt's doch nicht. Aber genau solche habe ich auch. Und dann denke ich mir, wieso? Mann! Oh! Okay. Somit dürfen Sie die Weiße wieder auf diesen Tisch platzieren. So wie. Aber, oh, jetzt dachte ich, der geht vielleicht rein. Ich hab gewusst, dass es so ein Geduldsspiel ist. Ich versuche jetzt über Bande die reinzuspielen. So, mal gucken. Oha! Oha, das war zwar mit Ansage, aber ja, das heißt, die Schwarze muss da, genau hier. Oh, scheiße, wie soll ich das denn machen? Daneben, du triffst nicht, nein. Nee, ich glaube nicht. Daneben. Nein, leider gar nicht. Ich muss über einen Dönermann kaufen. Geh weg! Nee, tatsächlich. Oh, Entschuldigung, ich wollte eigentlich nur schubsen. Wie schubst man denn? Entschuldigung. Pass auf. Ganz nah an mich ranstellst. Ganz nah? Dann ja. Traue ich mich aber nicht mehr. Was? Aber ist wirklich sicher? Ja. Du opferst dich? Ja. Okay, ja. So jetzt. Ah ja, das geht. Ah! Okay, danke, Entschuldigung. So soll es eigentlich sein. Ey. Da krieg ich einen Knacks, ey. Das war gar nicht so geplant. Die ist ja eh wieder daneben. Die zieht mir hier voll ab. Ja, sie schummelt auch. Ich schummel nicht. Das ist ja dann Übung. Nehmen. Ja, okay, gut. Naja, ich wollte die halt fett anschneiden. Dass die halt, die musste in die Mitte. Ich habe echt eine wirklich schlechte Position für die letzte. Ja, wann musst du denn? Da, wo in die Mitte, auf der Seite von Lexa. Oh. Das ist total schlecht schwer zu machen. Ja, verständlich. Na, aber ich möchte betonen, dass ich nur noch die Schwarze habe. An der Stelle. Na, sehr gut. Weiß man auf jeden Fall, wer in seiner Jugend immer in den Bars hing und gesoffen hat und Billard gespielt hat. Also. Wie soll ich die denn reinkriegen, Mensch? Anschneiden, das geht. Ja. Das tut ihr eh wieder nicht. Pass auf, ich gewinne noch, weil sie die in das falsche Loch rein. Ja, wahrscheinlich wird es. Das kann gut möglich sein. Ja. Wer will ins falsche Loch rein? Nein. Schnitzel. Nicht dieses Loch. Richtig. Was war das denn jetzt? Ich bin abgerutscht. Sag ich auch immer. Ja. Das Schnitzel! Ich bitte dich, was für Themen machst du jetzt auf? Das ist keine Vorlage gewesen. Doch nicht. Wie Rücklage. Ach Mann, das spiel ich lieber Schach. Wenigstens nicht die Mitte, ne? Ja.
Lexa hat sowieso einen Vorteil. Weswegen? Fingernägel-Vorteil. Die sind doch kein Vorteil. Doch, du kannst bestimmt besser fixieren. Oh. Also mit dem Anschneiden muss ich echt noch üben. Weißt du, dass du die schwarze Kugel hast, oder? Liam. Was? Pass auf. Pass auf. Ich weiß jetzt, wie man schubst. Na, schubst mal. Bitte im Zimmer, ja. Geht nicht so einfach. Du hast das Zimmer nehmen? Einzulochen ist nicht so einfach. Ist ja nicht deine Aufgabe, Enzo. Doch, gerade ist es meine Aufgabe, Schnitzel, wie du siehst. Oh. Oh, oh, oh! Stöhnst du jetzt auch noch, wenn du einlochst, oder? Ich hab's geschafft! Hat Lexa verloren? Wow, ja. Ich hab's geschafft! Ja, ja, ja! Ja, 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 ja! Das ist durchaus richtig. Und auch noch in die ins richtige Loch? Hä? It's unbelievable! Ich bin jetzt nicht reingegangen. Da verstehe ich ja nicht. Glaube ich, fest. Ich bin. Sarah schummelt doch. Ich. Way. Das sieht ungesund aus. Ihr macht ja noch länger, Sarah, Liam und Marc. Yeah! Wir haben geschlafen. Wupp, wupp. Nee, jetzt noch nicht. Bin noch ein bisschen da. Ich muss noch am Bad gehen. Wupp, wupp. Ja, ich auch. Was, wer geht jetzt alles schlafen? Ich geh noch nicht schlafen. Ihr bleibt alle da, ne? Ich bleib noch da, ja. Ich bin ja erst wach geworden vor eineinhalb Stunden. Hä? Du gehst pennen, oder wie? Nee, ich hab gefragt, ob du doch noch da bleibst oder ob du pennen willst. Nee, ich werde nur noch kurz... Ich muss kurz im Fernsehen reinziehen und dann bin ich ready. Was? Nee, ziehst du dir was im Fernsehen rein? Ich bin auch noch was da, ja. Du bist auch noch ein bisschen da. Ja. Also schicken wir jetzt Lexi ins Bett und dann. Ich muss noch am Rad drehen. Oh, ich müsste auch am Rad drehen. Und zum VIP-Shop müsste ich auch. Also ich jetzt, können wir die Tour noch machen? Zimmer so lange. Ich schaue eine ganz, ganz interessante Serie an, die muss ich mir reinziehen. Aber nicht so eine Serie, ne? Ja, eine gute Serie. Es ist aber gut, wenn wir alle weg sind dann, ne? Damit nee, nicht ich auch drehen und so. Du guckst jetzt, wie lange guckst du denn? Ja, so 10 Minuten ich mir schon mal gucken. Also was kann man denn 10 Minuten gucken? Oh, da gibt's einiges. Oh mein Gott, ich will es gar nicht wissen. Genau. So ein Ding jetzt? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lexa, kommst du mit? Bitte Tür zuschließen nach dir. So eine Serie, die ich dir gestern Abend auch empfohlen habe, wo ich dir geschickt hatte, im E-Mail-Verteiler. Ah, mir? Mhm. Okay. Oder habe ich das bei Instapic geschickt? Bei Instapic hast du es geschickt, ja. Ja, guck. Okay, ich weiß nicht, was für eine Serie. Okay. Kann mal jemand das Casino markieren? Hast du das Tor abgeschlossen? Ich sehe es nicht. Sie muss weiter hinterfahren. Ja, nee. Oh, jetzt ist es zu. Das ist markiert. Sind denn alle angeschnallt? Natürlich. Nein, ich nicht. Mach nicht den Schnitzel hier. Nee, ich halte mich an Sarah fest. Wenn ich fliege, fliegt sie auch. Ah, okay. Gütig, gütig. Und wenn du fliegst, dann fliegt nur ein Teil von dir. Nee, das wär ein bisschen makaber. Und der Rest bleibt man, hier bei mir. Oder so. VIP-Shop haben wir aber auch noch, ne? Aber später dann. Später. Alles gut. Und wenn du fliegst, dann fliegt nur ein Teil von dir. Und der Rest. Bleib ich hab meine hier Chips mitnehmen können. Zurück. Ja, ich habe eine auch nicht dabei, sind noch im Glück. Wo hast du die Chips denn? Im Auto oder was? Ja, natürlich, im Kofferraum. Ach Gott. Schleppst du die ganze Zeit mit mir rum oder was? Ja. Hoffentlich. Ich schlepp total viel mit mir rum. Das ist eine Wertanlage. Echt? Wie du schleppst Chips mit dir rum?
Ich glaube, ich habe Chips auf. Ich habe 300 Chips. Wenn du sagst Sour Cream Onion, sag Sour Cream Onion Chips. Ich habe 300 Chips auf Tasche. Ja, 300. Wir reden hier von 15.000 bis 25.000. Achso. Guten Abend, Roberto. Schön, Sie wieder zu sehen. Wie Roberto? Der Einlassmann ist Roberto. Bei mir sagte der, der ist. Der sieht doch aus wie Roberto Blanco. Das ist ja so ein Alejandro. Ich sag Roberto. Ja. Guten Abend, Lucy. Roberto Blanco, oder wie? Roberto Blanco, genau. Eieiei. Schönst du nicht? Oh, war das knapp. Oh, Drinks. Getränke. Echt jetzt? Ich hol mir nochmal bei der Bardame auch das Geld. How can I help you? Another day in love. Yay. Ich will den Besucherbonus. Ich will auch. Haben wir nicht gestern gleichzeitig gedreht? Ja, ich weiß nicht. Aber ich kann jetzt in 2,5 Stunden, ja. Wie 2,5 Stunden? Mhm. Ja, Sarah drängelt sich aber mal vor. Ja! So kennt man die Dame. Die Spielsucht packt mich gerade. Ja, ja, ja. Daneben. Ja. Oh, das sieht nach unten. Das sieht nach Drinks aus. Was sind die Drinks? So ein Müll. Ach, ich habe gar keine Lust auf Drinks. Besser nicht, sonst ist auf der Toilette. Du bist lustig drauf, wenn du betrunken bist. Ich noch 10 Minuten. Ich bin lustig? Ja. Du brauchst 10 Minuten? Du bist immer so wehleidig, weißt du? Wo ist Lex da hin? Weiß nicht. Hallo. So ein Müll! Mann! Dann jetzt noch zum VIP-Shop? Weiß ich nicht. Wie, weiß ich? Ich glaube, Alexa wollte glaube ich, schlafen. Also. Naja, aber da gibt's doch auch noch den. Liegt doch halb auf dem Weg. Erschreckt vor diesem Huckel. Okay. Ja. Ach, nicht so schreckhaft sein, Sarah. Ach, naja, aber das war schon gerade irgendwie sehr krass. Ich glaube, du musst dich wieder mehr ans Auto fahren gewöhnen, Sarah. Benny will mir seinen kleinen Twingo vermachen. Ja, der Twingo, der ist süß. Der wäre doch ganz nett, oder? Guten Abend, der Herr. Ich kann immer noch nicht abholen, ich gehe jetzt kotzen. Hä? Oh nein, ich muss wieder bei 1 anfangen. Mhm. Oh nein. Ach, wie schade. Das wusste ich gar nicht, dass man eine Serie braucht bei dem guten Händler. Frechheit. Naja, aber dass sich das dann so aufstapelt bei ihm. Ja, doch, ich war bei 100.000 und davor wollte er, also dann die 100.000 wollte er mir nicht mehr ausbezahlen.
Okay. Der hat mir mal gesagt, ich war bereits schon da. Ja. Was? Aha. Ja, von mir aus doch. Ja. Ja, ja, ja. Bin im Haus. Erster. Hui. Gar nicht. Na, oh Gott. Oh. Der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Damit habe ich nicht gerechnet, in der Tat. Wo geht Benny jetzt hin? Vertrauen aufzubauen zu Connor. Alleine. Er geht da nur quatschen. Ja, ich habe ihm aber gesagt, er soll Liam bitte mitnehmen. Ja, aber Liam wurde schon mit Sarah zusammen von denen gesehen. Gemäß Liam. Und dann wird das Ganze auffallen. Meinst du? Ja, wenn Sarah kennt jeden in dem Scheiß. Ja, das stimmt eigentlich auch wieder, ne? Also was heißt nicht jeden? Ich kenne nicht jeden, aber viele. Das heißt, wegen dem Reporterzeug quatscht mich halt immer mal wieder Leute auch an. Ja, aber es wäre halt komisch, so, ja, also Liam meinte eben. Dass es ein bisschen safer wäre. Ja, schön. Ich bin trotzdem nicht begeistert, dass Benny da alleine hingeht. Mhm. Es ist Benny. Ja. Ja. Naja, wenn der Papagei noch anwesend ist, ja, ist wird er ihn sowieso wegschicken. Ist schon, ja, aber es ist schon wieder so ein Ding, Alter. Ich sag was und es wird ignoriert. Na, was ist sonst? Na gut, dann macht ihr euer Ding. Ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich mach gar kein Ding. Nee, ich meine die Männer. Ja, ja. Oh. So. Ich wünsche dir eine erholsame Nacht. Gute Nacht, ich informiere dich morgen. Ja, das wäre lieb. Natürlich, ja, es ist sonst. Ich komme sonst nicht ins Bett, auch, wenn ich mich jetzt darum noch kümmere. Ja, ich hab's auch eben erst mitgeschnitten vorhin hier mit Liam auf dem Sofa. Gutsnächtle. Gute Nacht. Warum sind manche Männer so komisch? Kann ich das euch Männer mal fragen? Die anscheinend nicht anwesend sind. Kann nicht wahr sein.
Jungs? Ach, Mist. Channel switched. So. Kann ich euch mal was fragen? Kommt auf die Frage an. Ich wollte wissen, warum Männer komisch sind. Naja, wie geht man mit sowas um, wenn da jemand schreibt? Auf Insta? Hallo? Warum siehst du so gut aus? Was soll ich jetzt schreiben? Keine Ahnung. Einfach schreiben, weil ich so geboren worden bin. Okay, der ist nicht schlecht. Ja, danke, du nicht. Boah, das ist gemein. Ich schreibe einfach, also ich hätte es gesagt, ich schreibe gar nichts auf so eine Nachricht, oder? Ja. Das ist doch wahrscheinlich irgendwie das Schlauste. Gibt so viele gemeine Sachen. Hallo, warum siehst du so gut aus? Jax Tate. Oder Jax Tate. Okay. Ist jemand bei euch auf dieser Love-App? Ja. Echt? Ja. Echt? Und? Wie läuft's bei euch? Scheiße. Ich bin nicht so aktiv darauf. Einmal hatte ich auch Spaß mit Anni ein Match. Okay. Aber funny, ist sie hingefahren, habe ich hier geschrieben und so hat sie angefangen zu laufen wegen der Love-App, so, das ist übelst cringe und so. Dann habe ich hier geschrieben in der Love-App extra so, ich stehe neben dir. Oh! Und danach habe ich halt so gesagt, ja, guck mal in deine Nachrichten ganz genau rein, dass sie so reinguckt, ist, ja, siehst du. Okay. So funktioniert hier. Oh. Aber es war so direkt so auf funny angelegt. Ja, aber wie viele Mädels sind da so angemeldet? Keine Ahnung. Kann dir nicht sagen. Aber das Lustige ist, die. Naja, bist du schon einmal alle, hast du schon einmal alle durchgewischt? Das war die Frage. Ich wische dich alle mit ja, also bitteschön. Ich habe auch eine Auswahl, die ich tätige. Naja, aber irgendwann kommen ja wahrscheinlich keine mehr, oder? Ja, ja. Bei mir ist Ende im Gelände. Okay. Leben bei dir? Ich habe noch gar nicht durchgeklickt. Oder nur ein bisschen. Ich schaue, okay, ob noch Bilder da stehen. Bei dir? Ich bin da nicht angemeldet. Ja, hätte ich auch gesagt. Wirklich nicht? Hättest du mich ja schon längst gefunden. Ich glaube, warum hätte ich denn längst gefunden, wenn ich dann noch nicht durchgehe? Naja, weil ich doch angezeigt werde wahrscheinlich. Ja, Liam, auf. Wie auf? Ja, die Mission beginnt. Die Mission, such Sarah. Ich hab mir schon gestern gereicht, dass ich ein OnlyFans-Oberteil hatte. Hä, das war doch ein Witz. Mhm. Was du mir wieder merkst. Merk mir so vieles. Bist du gerade beleidigt? Ja. Ach komm, ich merk's sogar. Hör auf, beleidigt zu sein. Nee, das ist nicht schön, wenn man Benny verwischen würde. Ein bisschen verwechselt. Ach Mensch. Das ist für mich eine der größten Beleidigungen, die du mir an den Kopf schmeißen kannst. Ah, da versprichst du. Das ist Frustessen, nennt man das. Ja, ich merk's. Kannst du mir nochmal verzeihen? Also ich bin manchmal schuldig. Ach so. Man nennt ihn nie mehr. Aber wenn ich das sage, kannst du mir nochmal verzeihen, dann ist das doch wieder Entschuldigung, oder? Nein. Du fragst jetzt, ob er dir verzeihen würde, und dann sagst du, okay, bitte verzeih mir. Dann sagt er ja. Es tut mir leid. Okay, kannst du mir noch einmal verzeihen? Ausnahmsweise. Yay! Ist doch mega. Und nun? Weiß nicht, was machen wir jetzt eigentlich? Wir warten auf Schnitzel, ne?
Keine Ahnung. Ja, dafür, dass wir jetzt Sarah in den Keller sperren und sie mit Wasserpistolen nachspritzen. April, April. Nein. Wir könnten ja. Was ist denn los mit dir? Jetzt fängt sie an mit Fitness, ey, meine Güte. Ja, wie wär's, ja, Jungs? Nachts. Ja, können wir was boxen gehen, Sarah? Hast du Lust? Nee, ich will nicht boxen. Oh Mann. Warum riechst du auf einmal so nach Fisch? Geht das schon wieder los? Das habe ich gestern schon durchgemacht. Jo. Ja, fang nicht so an, ey. Was boxen gegen GMK? Ich will nicht boxen. Muss ja nicht mit boxen. Aber diesmal im Boxring. Wo geht ihr denn? Echt jetzt? Wie echt jetzt? Komm jetzt. Ich will nicht, dass ihr euch gegenseitig schlagt. Ja, das ist ja ein Boxring. Wir schlagen uns ja mit Boxhandschuhen. Ich brauche. Er braucht eine Revanche für gestern. Warum? Hast du da gewonnen oder was? Ja. Aber im Boxring braucht man dann Medic? Das ist einfach Knockout und dann kommt man wieder zu sich. Okay, krass. Na, sie packt das Auto nicht mal ein. Nein. Das macht sie nie. Ja, immerhin abgeschlossen. Nee, im Boxring passiert uns nicht. Alles gut, Sarah. Okay. Wir haben es halt gestern nur ohne Boxring gemacht. Hm. Hat mich 30.000 gekostet. Oder 20.000. Nein, du sitzt vor. Hey. Warte, ich will kurz was ausprobieren. Marc, warte mal. Hä? Okay, geht nicht. Schade. Ich will gucken, ob ich aus dem Auto boxen kann. Ist nicht dein Ernst? Hör mal. Wo ist denn? Ja, aber sag mal, wohin? Strand. Was denn da drin? Bitte. Okay, ja, weiß man. Ne, unter der Garage da beim Strand, weißt du? Ja, weiß man. Da bei Muscle Beach in der Nähe. Genau. Ich habe eben gedacht, es ist noch Schüssel, wäre jetzt noch richtig angepisst, weil ich ihn eben umgeboxt habe. Schüssel? Ja, er hat halt kein Ende gefunden, ne? Vorhin jetzt? Ja, oben beim Rooftop war. Okay. Oh. Was denn? Ach, wie du die Kurven nimmst hier, Marc. Warum ich? Ich fahr doch gerade. Marc, hab ich doch gesagt. Nee, du hast gesagt du. Wie, warum? Was ist los? Wie Marc die Kurven nimmt. Ja, was ist das Problem daran? Was? Er kann halt gut mit den Kurven umgehen. Ich kotz gleich. Aber wie sagt man so schön, fährst du quer, siehst du mal. Okay. Da ist der Boxring. Ja. Okay. Direkt mit Scheinwerfer dicht. Dann nehme ich mal auf so einem Rangplatz her. Auf wen wettest du, Sarah? Ich wette nicht. Ach komm. Hey Sarah, kannst du bitte weggucken? Wieso? Ich will mich nicht blamieren. Zieht euch einfach die gleichen Sachen an, dann weiß ich nicht, wer ist. Okay. Oh mein Gott. Ihr seid doch voll bekloppt. Gott, du musst dich decken. Du kannst doch nicht einfach... Ihr müsst euch mal decken. Immer drauf da. Autsch. Oh Gott. Ja, wo seid ihr alle? Wir sind gerade beim Boxring. Beim Boxring? Ja, am Strand bei den Basketballkörben. Ist auch mal Sarah. Nee, sicher nicht. Warum nicht? Wo am Strand? Da, wo der Erdbeerverarbeiter ist? Nochmal? Am Strand, oder wo? Hört ihr ihn nicht im Funk? Doch. Ja, am Strand.
Erstmal wieder schwer vom Begriff. Mit oder ohne Wetten? 306. Oh. Wer hat denn jetzt eigentlich bei euch gewonnen? Ich? Das habe ich nicht gesehen. Das ging so schnell. Also lag da lag doch niemand am Boden. Nein, nein. Wir liegen nicht. Ach so, schade. Schade. Naja, ich hätte es schon gern. Naja, dann hätte ich's. Dann sieht man es besser als Zuschauer. Okay. Komm mal, wehr dich. Ha. Okay, ich will doch mal. Wer macht mit mir? Du willst. Such dir einen aus. Ich mach gegen Liam, das ist lustiger. Wer hat jetzt gewonnen gehabt? Ich. Aber du hast ja schon 5-mal gewonnen. Mhm, von 5. Oh, nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Ich weiß doch überhaupt nicht, wie ich boxen muss. Ja, genau so. So, au. Ah, au. Ah, ey, du schlägst eine Frau. Hör mal auf. Stopp, 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 stopp. Hör mal auf. Hör mal auf. Hör mal kurz auf. Hör mal kurz auf. Warte mal. Komm mal kurz her. Ich mach doch gar nichts. Welche ja, Muskeln? Wie du mich auch schubsen willst. Nur schubsen. Ja, ganze Zeit, nur ganze Zeit hinterher. Nichts weiter. Ja, oder du kannst auch dabei rennen. Ah, was? Wie hast du das gemacht? Indem ich versuche, wenn ich dich so angucke, ne? Ja, aber. Wenn du das solizieren würdest, dann, ja, aber, und dann gleichzeitig versuchst zu springen, aber halt ganze Zeit zu versuchen. Mit springen? Echt? Mit springen? Ja. Nein, nicht hintereinander, nicht versuch ganze Zeit schnell hintereinander zu springen, sondern durchgehend springen. Weißt du, wie ich meine? Jetzt bin ich. Was jetzt? Hä? Ja, wir haben eine Rundenanzahl immer, ne? So 60 Sekunden oder so. Ach so. Mhm. Hä? Ja, aber du hast dich gerade total gut gedeckt, weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst. Guck mal, ne? Du Warte mal. Nimmst dir den rechten Mausfinger. Na? Hältst du gedrückt? Nein! Den rechten! Das war der. Ach, der rechte! Nein. Oh, jetzt genau. Der rechte, okay. Jetzt möchtest du ganze Zeit. Durchgehend springen. Nicht schnell hintereinander springen, sondern durchgehend. Genau ja, so. Mach ich. Wenn ich jetzt schlage, guck. Oh. Ja. Oh. Oh. Und wenn du jetzt danach, okay. Mach das jetzt nochmal, ne? Und wenn ich dich schlage, dann versuchst du mich gleichzeitig zu schlagen, ja? Jetzt schlägt Nee, hat nicht geklappt. Dann, wenn du, dann machst du nochmal zu schlagen direkt. Genau. Oh. Oh, oh. Entschuldigung. Heilst du dich mal? Ja. Es hätte man auch im Ring üben können, ne? Na, ja, aber so ist jetzt ruhiger, da läuft nicht die Zeit ab. So. Ach, ich wusste gar nicht, dass das. Ja. Oh, ui. Ui, spannend. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal rein. Okay. Dann habe ich ja wenigstens ansatzweise eine Chance. Okay. Okay. Oder ich renne einfach weg! Ah! Wehr dich! Au! Ja! Ja! Ein! Ja! Au! Steht so der! Na, au! Hör auf, mich zu schlagen! Hey, du schlägst doch auf! Hast du davon? Ich leg mich nicht hin. Au. Oh. Au. Ja. Hä? Hör auf jetzt. Ich hab gewonnen. Schnitzt du nicht mehr, ne? Was denn? Geht's dir nicht gut? Nee, gar nicht. Wir müssten Rettungsdienst holen. Ne, sollen wir mal Erste-Hilfe-Kit holen, oder?
Hallo? Ich hab... Ja, warte mal, ich fang... Marc, kannst du kurz ein Auto aufmachen oder so? Was machen? Auto aufmachen? Du brauchst einen Sanitäter. Oder fahren wir zum Krankenhaus kurz, mir egal. Geht's hier bis... Ja, ihr geht's schlecht. Warte mal. Nein, sie brauchen einen Sanitäter, hast du gesagt. Ja, einen Sanitäter, ich hab auch noch ein Kind. Ich habe auch noch ein Medikit. Ach, ey. Marc, los, let's go. Ja. Muss ich noch anschneiden? Ja, bitte. Bitte da drüben auf dem Privatparkplatz parken. Moment. Die haben Patienten dabei, ne? Kommst du bitte mit? Ja. Oh. Die Sarah einfach so fallen lassen, bitte. Ich hab's nicht. Mann! Alter, so richtig eiskalt. Warte, ich nehm sie. Ich nehm sie. Hä? Achso. Alter, du warst schwer. Tut mir leid, Sarah. Das ist ein bisschen schwierig mit der Liege hier. Ach so. Wie geht's dir? Was ist los? Was ist los? Ist das in Ordnung? Oh. Ich schau's mir mal an. Okay. Was denn passiert? Das irgendwie passt immer noch nichts. Okay. Ich müsste mein G-Muskel steht da. Ich soll den G-Muskel drücken. Okay. Ich mach das mal jetzt. Oh. Moment. Ja, Moment. Nee. Oh. Also gut. Ist hier drin, ich bin dran. Jetzt kommt sie angerannt. Oh Gott, danke schön. Was ist denn passiert? Weißt du das? Kannst du dich daran erinnern? Wir sind irgendwie zum... Oh, alles gut. Komm, ich helfe sie auf, ja. Ja, warte. Oh. Ach du meine Güte, ey. Du arme, ey. Ich kann mich nur erinnern, dass wir zum Boxring gefahren sind. Ja, ja. Ja, ich glaube, das können die anderen zwei erzählen. Okay. Aber irgendwie... Meine Hände tun so ein bisschen weh. Wir sind in Raum 1. Die Dame, eine Frage. Hallo, ja. Geht's Ihnen gut? Ja, nicht so. Akko, du bist nicht im Dienst? Imo? Imo? Ja, nee, warum sind hier so viele Menschen in dem Raum? Ich mich draußen gehört hat. Ja. Ja, Elli, hallo. Hallo. Ich wollte nur mal sagen, dass man sie gerade bis nach draußen gehört hat. Ja, so, ja. Okay. Sarah, also wirklich, du musst leise reden. Ja, ist ja noch okay. Ach, das ist Sarah. Ja. Imo, ich versuche sie gerade zu behandeln, extra ja? Behandeln. Das ist die beste Reporterin, die ich kenne. Das stimmt allerdings. Oh, ja, also, genau. Ich glaube, irgendwie meine Hände tun weh. Ich weiß nicht, vielleicht. Okay, warte mal, ich schaue sie mir mal eben an. Ja. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr tun die weh?
Ja, schon so eine 4. Eine 4, okay, das geht aber noch. Das also geht. Bruch ist auf jeden Fall mindestens 10. Die Leute sagen immer 100. Was? Welche Leute? Die Männer oder die Frauen? Natürlich die Männer. Oh Gott. Klar. Dann sage ich es nur eine 2. Aber ja, ich taste mal die Hand ein bisschen ab. Sag mal Bescheid, wenn es weh tut. Ja, ganz leicht, nur so ein Druck. Aber es geht, okay. Das ist schon auszuhalten. Ja, ich glaube, es ist wahrscheinlich ein bisschen verstaucht einfach. Okay. Ich würde dir jetzt Schmerzmittel mitgeben. Dankeschön. Ich gebe dir mal zweimal mit. Mhm. Ihr solltet vielleicht ein bisschen leiser reden, man hört euch draußen. Hä? Sarah, bitte ein bisschen leiser reden. Okay, jetzt bin ich ganz leise. Sag mal, stehen die direkt neben der Wand? Ja, kann sein. Die Behandlungsräume aber nicht gut isoliert. Ja, frag mich. Oh Gott, jetzt kann jeder, jetzt weiß jeder meine Krankengeschichte. Ja, das ist natürlich blöd. Oh Gott. Genau, sollte es denn in ein paar Tagen nicht besser werden mit den Schmerzen, kommst du bitte vorbei und dann müssen wir mal röntgen, ja? Okay, ja, nee, ich glaube, das wird schon klappen. Also okay, werde ich mir mal jetzt. Vom Kreislauf her fühlst du dich gut, oder? Ja, doch, doch. Okay, super. Ein bisschen irgendwie mein Kiefer ist auch irgendwie. Dein Kiefer? Ja. Ach so. Hat sich jemand geschlagen? Ich weiß es nicht. Wir müssen, glaube ich, die anderen zweimal fragen. Ja, okay, dann gehen wir mal raus. Ja. Oh, au. Oh, die Tür aufhalten ist... Oh, Mist. Au, au, au. Oh, verdammt. Okay, aber beide Arme tun auch weh. Weißt du? Naja, wir sind jetzt zum Boxring gefahren, das weiß ich ja noch. Ja, ja. Wer sind denn die Herren, die da hinten, da in der Mitte? Oder? Hey Jungs, wo seid ihr? Wo sind sie denn? Ja, die stehen da. Die zwei. Ich verstehe kein Wort. MD. Hallo. Hallo. Oh, wisst ihr, was passiert ist mit der Sarah? Ja, wir waren im Boxring unten am Strand. Ja. Echt, Boxring? Ach, das erklärt die Ende. Okay. Und dann ist die Runde abgelaufen, wir wurden dann halt wieder rausbegleitet und wir haben uns beide gegenseitig noch einen mitgekriegt und auf einmal ging es übertrieben. Alter. Okay. Übertrieben schlecht. Okay. Ach, ja, also. Na, ich hab's jetzt gerade behandelt. Was machen die denn da hinten? Okay. Oh Gott, halten die Händchen? Genau, ja. Okay. Hey, was geht, Junge? Oh. Genau, also wenn es in ein paar Tagen nicht besser wäre, kommst du bitte nochmal vorbei. Ja. Mach ich, ja, ich guck mal. Also die Hände sind ein bisschen leicht angeschlagen. Ja, und das war eben null böse gemeint, dass ich sie da so hingelegt habe. Na, nee, ich wollte sie nicht auf den Boden schmeißen, ich wollte nur nicht irgendwie, dass sie sich jetzt so fassig, dass sie hat. Alles gut, alles gut. Danke, Ellie, du bist ein Schatz. Ja, natürlich. Gute Besserung. Dankeschön. Nach Hause oder wo immer jetzt hin. Ja, die werden mich schon. Also, Boxen ist erstmal nicht mehr angesagt bei mir. Ja, klar, bitte. Also, solltest ihr den Arm erstmal ein bisschen schonen. Ja, stimmt. Ja. Und mein Kiefer tut auch weh, Liam. Warum ich? Das war Marc. Oh, oh. Aha. Wie gesagt, ich war das. Echt, Marc? Was soll denn das? Am Ende war es Benny. Nee, Schnitzel war es am Ende. Außerdem, Liam, du hast gerade Ellie die Geschichte erzählt. Ich bin ja nicht ganz weil blöd. Ich zugeguckt habe, hä? Ja, genau, du hast zugeguckt. Sarah, ja? Ja, danke schön, Ellie. Ja, danke, danke, danke. Au. Das war echt blöd gerade, oder? Wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht, warum es auch immer so schlecht ging. Ja. Kaufe ich den Kaufvertrag einfach ganz normal beim Kiosk oder wo? Soll ich schlecht gegentragen dafür? Ne, die Füße gehen, mein Kiefer und meine Handgelenke tun weh. Soll ich dich füttern, soll ich das vorkauen dann? Vorkauen? Ich bin doch kein Vogel. Aber was war das denn? Was ist denn hier los? Ich hab keine die verletzen Ahnung. Sich ja selbst. Hey. Sind die, wie nennt man Menschen, die sich gerne selbst verletzen? Schizophren. Nein. Nicht? Nein, warte mal, ich guck mal ganz kurz nochmal rüber. Da. Nee. Dachte. Sarah? Hi Daniel! Du hast lange nicht mehr gesehen, du bist richtig blass geworden, MJ. Ja, ich bin auch ein bisschen blass. Die Ellie musste mich gerade behandeln. Alex, warst du den Patienten? Ja, kommst du mit? Ja, ich komm natürlich mit. Du siehst nicht gut aus. Ja, ich war gerade anscheinend im Boxring und als die Runde aus war, hab ich nochmal eine mitbekommen und dann. Dann kommen wir mal mit rein, dann gucken wir nochmal. Nee, Ellie hat mich schon. Ellie hat schon. Trotzdem angeschlagen aus. Findest du? Ja. Ey!
Deine Stimme klingt auch nicht so gut. Naja, ich bin jetzt gerade echt angeschlagen. Ja. Ja, so. Ja. Also im wahrsten Sinne des Wortes angeschlagen, Daniel. Sarah, du hast heute richtig was versäumt. Elli, ne? Was denn? Die Ostereiersuche? Der Hase, Kojote. Ich hab's gesehen auf Ding. Würdest du mir bei sowas mal zukünftig Bescheid sagen? Da könnte man cool drüber schreiben. Ja, aber pass auf, ich wollte. Sonst muss ich bald über euren Basketballkopf schreiben und das wäre armselig. Ja, ich hab hier so. Warte mal. Was? Kurz ja, danke. Wieso krieg ich eine SMS von wegen, kommst du jetzt her, klärst das auf? Ich höre dich gerade nicht, ja? Was nun? So. Guck mal, dieser Basketball, ja? Ja. Der ist von mir. Ja. Pass auf, ich lasse dich jetzt runter. Hm. Den habe ich. Kann ich dir auch sagen, wenn du kannst du gerne über den schreiben. Den habe ich hier hingehangen, ne? Ja, für was? Damit, wenn MD, dass die sich sportlich pushhalten, dass sie praktisch leistungsfähig sind. Verstehst du, was ich meine? Ah, ja, mich hat auch hier einer schon mal rausgefordert und beleidigt die ganze Zeit. Wer hat dich beleidigt? Wer hat dich beleidigt? Der mit dem Zopf auf dem Kopf. Elli, kannst du einmal bitte zu Sarah und zu mir kommen, bitte? Nein, er hat mich geärgert, nicht beleidigt. Er hat gesagt, ich bin schlecht, ich kann nicht werfen. Komm mal bitte. Sarah wurde von Mitarbeiter beleidigt. Nein, aufgezogen, dass ich halt nicht werfen kann. Ich bin so schlecht, ich kann das nicht. Ha, ha, ha. Aber ist doch nicht wild. Aber das ist nicht schön, ne? Ja, ich weiß, habe ich ihm aber direkt gesagt, dass es nicht gut ist. Und was hat er gesagt? Er hat weitergemacht und irgendwann aufgehört. Und der war mit dem... War das... Ach, Entschuldigung, wir sind in einer Ordnung. Hey. Ja. Wir waren in dem Basketball, Alter. Hilf von meinem Cabrio. Was ist denn jetzt los hier? Hilfe? Wir müssen Auto. Achso. Ach, alles gut. Ich werde hier weggeschoben. Ja, alles gut. Das ist schön. Warte. Ja. Ab für Kopf. Pass auf. Ja. War das der Imo vielleicht? Ja, war es, genau. Der war es. So, schnell gehen. Ja, warte. So. Ich machte das, dass ich bei dir richtig schiss entschuldigt. Ja. Ihr seid mir Stück gerne. Ja. Ja. Der soll halt, ne? Das macht halt keinen, das bringt halt kein Selbstbewusstsein bei mir hervor, weißt du? Imo, bist du im Funk? Imo, ja? Mhm. Kommst du mal bitte zum MD? Dankeschön. Warte mal, ich sag mal, die können schon vorfahren. Wollt ihr vorfahren kurz? Wir können das jetzt gleich auch mit dem Auto eben machen. Weil ich muss noch kurz warten. Alles gut, ich hab's ein. Passt das gerade? Okay. Ja. Gut. Alles entspannt. Pass auf, der kommt hier jetzt her und der wird sich jetzt bei dir entspannen. Ja, auf Kniefall. Ja, auf Kniefall weiß ich nicht, aber... Oh, das will ich sehen. Naja, es geht ja eigentlich darum, dass er Frauen nicht schlecht macht, nur weil sie da nicht treffen. Ja, so sehe ich das persönlich auch. Weil sonst... Vielleicht, guck mal, da kommt ein Auto. Ist er das? Nee, das ist ja nicht das Polizeiauto. Okay. Du bist ja schon ein Schatz, gell, dass du dich da so kümmerst. Weil ich das scheiße finde, dass das so geht nicht, verstehst du? Aber ich glaube... Ja, es macht ja auch keinen Spaß mehr nach zwei Würfen, wenn man dann jedes Mal hört, oh, du kannst nicht werfen, wie schlecht wirst du, oh Gott, das wird ja nie was. Aber ich bin dann immer so... Weißt du, wenn ich sehe, dass einer nicht trifft, so, weiß ich ja, dass die Person dich ärgert, ne? Ja, genau. Dann gehe ich hin und sage der Person und gebe dir Tipps, weißt du? Ja, Und wenn ich dann die Tipps gebe, dann trifft die Person automatisch. Ja. Und ich mache die Person nicht noch runter. Das ist eine richtig gute Idee. Das geht nicht. Ja. Und ist egal, ob Frau oder Mann, man hat nicht einfach hat er jetzt gestöhnt oder nicht? Jeder hat zu reinigen, ne? Mhm. Boah. Was ist das denn? Du kannst mal bitte in dein Auto dich setzen und wegfahren. Hab ich mich beschwert? Ich hab woanders geparkt, ich hab hinten geparkt. Ja, aber, boah. Uff. Ey, räuchert hier alle zu, ey. Was konsumiert der denn? Ja, wie das? Das ist eine Vape. Ja, gut erkannt, oder? Das sieht aus wie Cannabis.
Cannabis. Also dann, dann müsste ich mir jetzt festnehmen, wenn das Cannabis wäre. Das sieht so aus, ne? Warte mal. Nee, da suchen Sie mich gerne. Ihr müsst das Auto da wegfahren. Da steht Keep Clear. Wegen den Einsatzwegen. Ich hab gesagt, dass das Auto wegfährt. Ja, Zucker war, ne? Dankeschön, ja. Er steht ja auch hier vielfach da, ne? Keep Clear. Ich hab heute selber nichts gekauft. Ich glaube, der kommt jetzt irgendwie nicht, oder? Ja. Imo, wo bist du? Ah, okay. Ah, okay. Irgendwie. Aber die kommen jetzt. So ist das. Die waren unterwegs, das Auto ist weg. Hier klaut irgendwie jeder hier das Auto. Ja, schön. Und sonst, wie geht's dir denn? Ich hab eine Freundin. Oh. Sarah, du bist wirklich voll laut. Entschuldigung. Ob das die Jessie so feiert, wenn der Dani die Fremde flirtet, weiß ich nicht. Wer flirtet? wer flirtet hier? Wer behauptet das? Wer wartet jetzt gerade von euch? Wer war was? Wer hat gerade gesagt, dass ich flirte? Nee. Aber das war das keiner. Er flirtet nicht. Ich flirte überhaupt nicht. Er hat mir eigentlich gerade was erzählt, was genau in die gegenteilige Richtung geht. Aber so, okay, ich hab. So, pass auf, ich hab eine. ich hab letzte seit 3 Tagen eine Freundin. Schön, freut mich für dich. Wenigstens irgendwer, der hier Liebe erfährt in dieser Stadt. Und die ist total nett. Und ich bin total glücklich mit dir. Die ist auch eine Dealerin. Okay, also bei der Arbeit kennengelernt. Die kannte sie schon lange. Okay, schön. Freut mich. Sag mal, Dean, wo ist mein Auto? Das ist einfach verschwunden. Schön, danke. Aber ist noch nicht so öffentlich, oder wie? Was? Doch, die wissen alle Bescheid. Ich kann sie hören, alles. Ja, wer ist es denn dann? Das Einzige, was Jessie. Jessie, kenn ich Jessie? Von sehen vielleicht. Okay. Wo ist Imo? Hier kommt gleich der Punk, sein Auto schon an. Ey, gerade mitten auf der Autobahn, bei 6:08 verschwindet das Auto, ey. Sarah? Daniel? Ja, ohne Scheiß. Ja. Ja, aber mal kurz mit auf Seite, bitte. Ich höre dich gerade nicht mehr so gut, weil du quatschst. Jetzt. Also auf, nicht so aggressiv stehen, bitte. Imo, ich kann nicht leiden, weißt du, ne? Und, aber ich habe was ganz Negatives über dich gehört und ich weiß auch, dass du ein Ehrenmann bist und wenn du einen Fehler machst, entschuldige ich dich auch, ne? Wenn ich einen Fehler mache, ja. Kannst du dich bitte bei Sarah entschuldigen? Aus welchem Grund? Weil du hast sie wohl richtig beleidigt, ne? Beim Spielen, irgendwie. Ich hör dich nicht. Ich höre ihn auch. Du hast mich beim Spielen beleidigt. Ja. Ja, du hast schon die ganze Zeit mich ziemlich hart runtergemacht hier beim Spielen. Was habe ich danach gesagt? Ihr nehmt euch als Bälle in den Arm, bitte. Was? Oder gebt euch die Hand. Ja, genau. Genau. Das war nur Zufall, dass ich Daniel davon erzählt habe. Ich habe nur gesagt, ich habe hier mit jemandem gespielt, der war ein bisschen gemein zu mir. Ja. Jetzt musstest du herkommen, Imo. Ja, weil ich Sarah total mag. Also sie ist echt eine gute Reporterin, ne? Und sie schreibt richtig gute Artikel. Hast du mal ihre Artikel gelesen? Daniel immer so schreien lassen. Nö. Nö? Oh, fürchterlich. Nö, hat er gesagt. Ja, ich lese nicht so Artikel, die Dame, ne? Ach so. Aber bist du auf Birdie? Nicht wirklich. Ach so, okay, ja gut. Ja. Dann kriege ich hier Ärger. Naja, auf jeden Fall. Ich höre dich auch die ganze Zeit. Wollen wir dann kurz uns umarmen, damit Daniel happy ist? Ja, damit ich muss happy sein. Ich glaube, Ivo ist nicht. Die Hand geben, ja. Die Hand? Nee, ich finde das nur ein bisschen lustig. Das Ganze. Daniel ist so. Ich weiß jetzt nicht, ob das ernst von dir gemeint ist oder auch Spaß halt, ne? Was denn, von ihm? Nee, von dir. Warum? Egal, alles gut, wenn du es so sagst, dann weißt du. Wir haben über den Basketballkorb gesprochen und dann habe ich nur erzählt, dass ich hier mit jemandem gespielt habe, der nicht meine Fertigkeiten... Jetzt ist er sauer auf mich, schau, ich wusste, dass du nichts hättest sagen sollen. Ich finde die ganze Sache nur ein bisschen lustig. Was? Warum findest du die lustig? Daniel nimmt sie sehr ernst. Ja, Daniel darf das ernst nehmen. Nein, er nimmt das ernst, aber ich mach nicht mehr. Das
Segment. Nee, alles gut. Aber ich habe zu der Dame halt auch tausendmal gesagt, das war nur Spaß gemeint. Und was, so. Aber hast du gesagt, ja? Wenn die Dame es so empfindet, dann ist es sowas. Also. Das hat er gesagt, ja. Kann ich bestätigen. Dass er gesagt hat, es wäre Spaß. Aber der hat halt das halt immer weitergemacht. Ich habe mich total unsicher gefühlt. Oh mein Gott. Ey, warum bleibst du jetzt so? Nachdem du gesagt hast, sei nicht so gemein, habe ich dich nicht sogar gepusht? Wie gepusht? Du weißt, was pushen heißt, ne? Ja. Unterstützt, habe ich nicht gesagt, go, du schaffst das. Das weiß ich leider nicht mehr. Ach so, okay. Ja, weißt du, wie schlimm, kennst du diesen Spruch, dass man braucht, glaube ich, 10-mal so viel Lob wie für eine negative Aussage? Nein, das kenne ich nicht. Und das heißt, wenn ich natürlich 7 negative Aussagen hatte, bringt einmal pushen nichts. Verstehst du? Ich bräuchte 70 gute Aussagen von dir, damit es mir wieder gut geht. Also möchtest du sagen, dass wenn du eine 70. gute Tat machst und die 10 schlechten Taten machst, dass ich die eine gute Tat vergessen soll und auf den 10 Taten beharren soll die ganze Zeit? Nein, überhaupt nicht. Oder genau umgekehrt, wenn du 10 gute Taten machst und eine schlechte Tat, dass ich dann auf dieser einen schlechten Tat beharren soll? Nee, habe ich auch nicht gesagt. Hä? Das. Ich habe nur gesagt, der Mensch merkt sich immer das Negative leider, bleibt hängen. Nee, kennst du das? Ich hab gerade gesagt, nein. Ich sehe immer das beste Menschen. Echt? Egal wie viele eine Person macht. Du vergisst die dann sehr schnell? Nee. Wenn die Person die Fehler bereut, dann verzeiht der Person das auch. Okay. Ja. Ich verzeih dir auch immer. Bist ein guter Kerl. Dankeschön. Und jetzt beim nächsten Mal, wenn wir gegeneinander. Wir spielen unbedingt nochmal gegeneinander. Dann gucken wir mal. Du, lass mal. Oh doch, komm schon. Nicht, dass am Ende wieder jemand zu Daniel geht und dann. Das war total der Zufall. Ich wusste nicht, dass er so reagiert. Aber ein Fakt ist, Daniel, guck mal, das ist jetzt nicht böse gemeint, okay? Nee, alles klar. Aber schau mal, sie ist hierher gekommen, hat einen auch getan, als würde sie spielen können und hat nicht einen getroffen. Was soll ich dann da machen? Ich bitte dich. Ja, aber dann komm, lass mich mal. Ich kann das auch. Guck mal, dann machst du den wieder. Ja, hab ich aber mit Worten gemacht, weißt du? Das hat's. Worte, das ist ja immer das Böse, ne? Worte können ja immer so Menschen verletzen. Du weißt nie, Wie die andere wo man Person, trifft, wie, ja. Wie die andere Person das aufnimmt, weißt du? Bei Jessie genauso das Gleiche. Also, sie tut nach außen hin voll abgebrüht und so, als ob die Worte nicht verletzen können, aber letztendlich. Glaub mir, ich weiß, was Worte ausrichten können, aber wenn man dafür dann am Ende sagt, dass nur Spaß war, ja, dann so ist das tatsächlich. Imo, pass auf, ich hab gesagt, ne? Habe ich gesagt, dass ich dich kenne und ich weiß, wie du. Ja, du, ja, alles gut, ich weiß ja, dass. und guck mal, und Sarah. Du weißt auch, dass ich dich mag, ne? Ab heute werde ich nie wieder auf der Straße halten, weil ich mit dir reden soll, ne? Oh. Kannst jemand anderen suchen, der mit dir redet, Alter. Emo! Du Rollerfahrer. Oh, jetzt schau, jetzt geht's wieder los. Das tut echt weh. Ich gehe, glaube ich. Ich hab dich sogar gepusht, Alter. Ich stand hinter dir, Junge. Hättest du mich angerufen, 10.000 Kurden würden aufstehen. Oh. Was? Ja. Yeah. Jetzt niemand steht auf. Okay. Nein, das ist so ein Meme. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee, kenne ich nicht. Kennst du nicht Manuelsen? Nein. Okay, schade. Ich glaube nicht. Sarah, oh, Daniel, mein Herz. Hast du dich jetzt endlich mal überwunden, dass du vielleicht doch einen Autoführerschein machst? Nein. Nein. Also ich habe einen Autoschein, aber ich werde nicht Auto fahren. Du hast ihn gemacht, den Führerschein? Ich habe ihn gemacht, ja. Und war das nicht ein schönes Gefühl, so im Auto schön mit überdacht? Nein, das war Katastrophe. Warum? Was ist so schlimm daran, Sarah? Das kann ich hier nicht so erzählen. Das ist nicht so einfach. Das ist was sehr Persönliches. Ich rede leise. Nee, dafür müssen wir mal wirklich. Da brauche ich eine Flasche Wein. Warte mal. Willst du Koks? Nein, was? Du hast mir nicht gerade. Das habe ich was, ich habe kein Koks. Nee? Ja. So, aber die zwei Herren warten jetzt schon so lange auf mich. Ich würde jetzt langsam mal abdampfen. Sarah, ja. Gut, ne? Ja. Pass auf, lass dir nicht von solchen Menschen, also Imo, tut mir leid, machen, ne? Pass auf, sag einfach, du bist eine Frau, du kannst mir das Wasser nicht reichen. Frauen sind von Hause aus die stärkeren Menschen. Das sind sie auch. Die Männer haben zwar die körperliche Kraft, ne? Aber wir haben die geistige Stärke. Richtig. Okay, dann wünsche ich den Herren noch einen schönen Abend. War wie immer eine Freude, hier zu sein. Schönen Abend, Sarah, ja. Ja, wir sehen uns.
Tschüss, Emo. Und bitte halten, wenn du mich siehst. Ich hupe auch für dich. Nee. Ab heute rede ich nicht mehr mit dir. Oh. Du hast mich gebrochen. Oh Gott. Okay, wir können los. Sarah? Nö, ich frag nur. Okay. Oh je. Okay. Er wurde gezwungen, sich zu entschuldigen bei mir. Wer? Der Emo. Also Daniel hat Emo. Weil er in den Behandlungsraum reingelaufen ist, ne? Weil er was? Weil er in den Behandlungsraum reingelaufen ist, meinst du? Ja, da sind irgendwie 5 Leute reingerannt. Okay. Ja, du hast ich halt ein bisschen laut geschrien und dann war er direkt vor. Ich hab nicht geschrien. Sarah? Hallo? Achso. Nimmst du mich hoch, oder? Ich bin im Auto hier, ich habe einen Viersitzer mit. Wir können das mit dem Auto jetzt machen. Achso, dann fahre ich bei dir mit. Und was mit Leo? Folgt dir? Ja, dann soll er mitkommen zum Anwesen, keine Ahnung. Okay. Hast du jetzt so einen Wisch gekauft? Hast du so einen Wisch gekauft jetzt, oder wie? Ja, ja. Was kostet sowas? 1500. Ach, das geht ja noch, okay. Soll ich dir die geben? Nein. Ich weiß schon, warum ich kein Auto fahren will, um Gottes Willen. Alles gut. Aha. Alles gut. Ja, das ist gut, ja. Ich krieg Hunger. Du musst was essen. Mach ich gleich, ja. Gucken. Was habe ich denn noch dabei? Ein Burger habe ich noch. Ich hab Bohnen? Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas... Warum habe ich denn Bohnen? Wo kriegt man denn hier Bohnen her? Ja, wer hat dir Bohnen zugesteckt, hä? Ich weiß es nicht. Warst du das? Nee. Warum soll ich dir Bohnen zustecken? Ich weiß ja nicht. Wo kommen denn die Bohnen jetzt her? Ja, keine Ahnung. Hä? Ich hab's dir auf jeden Fall nicht zugesteckt. Ja, aber warum sagst du dann, wer sollte dir wohl Bohnen zustecken? Ja, wer hat mir denn jetzt... Ahnung. Also ich weiß nicht, safe nicht, ehrlich nicht. Wer denn... Hä? Bohnen? Unfassbar. Okay. Muss ich mich mit reinsetzen? Ich weiß nicht, wir probieren es jetzt aus. Okay. So. Wahrscheinlich. Bist du 296 deine Glückszahl? Ja. Okay. Hast du angenommen? Ja. Ja, bitteschön. Dankeschön. Sie sind Besitzer eines Twingos. Twingo. Oh, der ist schon klein und süß. Ja, der passt doch zu dir. Oh, ich weiß nicht. Ja, doch. Guck mal, hat doch nur Vorteile, du wirst nicht mehr nass. Du kommst trocken. Naja, wenn's. Hier regnet's ja nie. Warte mal, ich fahr mal zwei. Ja. Ich fahr mal einmal hier außen rum. Komm, gib mal Gas in deinem Twingo hier. Nein. Doch, gib Gas jetzt hier. Hä? Ich drück schon. Achso. Das haben wir jetzt aber gut geteilt. Oh Gott. 8000, da passiert nichts. Das ist da der Gangschaltung. Die Automatik. Das fühlt sich nicht. Oh Gott. Oh Gott. Ich kann nicht. Ich krieg da so Panik. Das brauchst du doch nicht. Oh, doch brauche ich schon. Nein. Warte mal, ich fahr einmal außen um den Block, mehr schaffe ich nicht. Warte, also? Du darfst nicht so viel lenken. Ach so, okay. Nicht viel lenken. Du musst, ja,
Guck mal. Guck mal. Sollen wir mal kurz offen reden? Nein, geht nicht. Geht nicht. Du musst einfach mit Gefühl. Einfach ganz normal mit Gefühl. Aha. Und einfach nur erst lenken, wenn es nötig ist. Oh Gott. Oh. Lenken, wenn es nötig ist. Okay. Oh. Nicht zu stark. Mach nur so leicht. Wir fahren da jetzt wieder rein. Ich hab immerhin den Führerschein geschafft. Ich hab wirklich einen Führerschein. Oh. Reicht schon. reicht schon. Aber, danke schön. Danke trotzdem. Puh. Was für... Oh, mein Herz. Ist gleich auf 300. Ist... Oh, man wird auch richtig schwindelig dabei, muss ich sagen. Ist jemand überhaupt hier? Da. Da sitzt er. Hey. Da sitzt er. Hallo. Hallo. Wie war es dann bei Vin? Ja. Er sagt halt, ja, ich kann dir halt nicht so viel erzählen. Familiensachen und so, bla bla bla. Mhm. Weißt du? Okay. Ja. Keine Ahnung. Er sagt, ja, wenn jetzt irgendwelche Treffen mal sind oder so von Familie, dann kann ich ja dazukommen. Also jetzt so ganz normale Treffen, wenn alle mal da sind und so. Mhm. Aber so wegen Familie kann er mir halt nicht viel sagen. Er sagt, wir sind halt eine Mafia. Wenn du halt weißt, was eine Mafia macht, dann weißt du ja, was unsere Aufgabenbereiche sind, sagt er. Okay. Und ja, müssen wir mal gucken. Ne? Ich habe gesagt, ich melde mich so in den 1-2 Tagen. Mhm. Okay. Keine Ahnung. Ja, dann müsste den... Das müsste den halt irgendwo abfangen, ne? Ja gut, der ist ja schon immer mal wieder in der Stadt. Sollte nicht das Problem werden. Ja, glaube ich auch. Selbst wenn wir zusammen Anwesen fahren würden und ihn stürmen würden, das könnten wir sogar tun. Ach, die also, sind doch viel mehr. Ach, na, vorhin war da gar keiner. Vorhin waren da 2 Typen und 2 Weiber und 1 Neuling. Der heute eingereist ist, also okay. Da war jetzt gerade keiner mehr. Aber wenn ich vorgegangen wäre, den ersten, dann wärt ihr reingekommen, hätten die gar nichts machen können in dem Moment. Und dann hätten wir eine perfekte Situation gehabt. Wir hätten easy aus seiner Hütte entführen können. Okay. Wo ist Mark hin? Der ist schlafen. Your call is not available. At the tone. Please record your message. When you have finished recording, you may hang up. Hm. Vielleicht liest er das ja noch. Ja. Was machen wir jetzt noch? Weiß ich nicht, ist Schnitzel auch weg? Der ist irgendwo. Okay. Weiß ich, sollen wir uns den Laden mal angucken fahren? Ich hab den schon gesehen. Ich hab den auch schon gesehen. Ja, ich hab. Hast du ihn schon gesehen? Ja. dann haben wir ihn alle schon gesehen, okay. Ah, ich muss mal hier kurz anfahren. Ein Business mit dem Essen startet langsam. Ui. Da helfe ich euch gerne, helfe ich. So.
Gottes. Ich habe keine Story heute. Ich muss eigentlich echt noch mal irgendwo hin oder so. Ja, dann mach das doch. Ja, aber ich weiß einfach nicht. Also beim MD war jetzt auch nichts. Nee. Nervensäge, ey. Aber warum denn jetzt eine Nervensäge jetzt? Hm? Warum denn Nervensäge? Junge, der geht mir die ganze Zeit auf den Sack. Immer dieses Hinterherlaufen immer und sein Papagei geht mir am meisten auf den Sack. Naja, hat er halt niemanden anscheinend sonst, oder? Hat er noch jemanden außerhalb der Familie? Nein, es geht halt um. Verstehst nicht, wie ich das meine. Nee. Den ganzen Tag hört und sieht man nichts von ihm. Komm, weiß er, dass jetzt Mädchen da mit dabei sind, sage ich jetzt mal. Junge, dann kommt der angesabbert wie sonst was. Ach, Quatsch. Weil ich jetzt da bin. Meinst du das? Nicht nur bei dir. Guck mal, wir waren heute auf dem Erdbeerfeld so, ne? Ja. Wir haben dann die ganze Zeit Erdbeeren gemacht und ist Anni aufgestanden, hat mich gefragt, weil sie ja so abrupt gestern schlafen gegangen ist, ob ich sie kurz da abholen kann, ne? Ja, ja. Ich sag so, ja, ich geh kurz Anni abholen. Er kommt direkt hinterher gelaufen. Und lässt Marc alleine auf dem Erdbeerfeld stehen, obwohl er gesagt hat, dass er kurz so ein bisschen nachdenkt, so, weißt du? Dann setze ich mir die Postleitzahl so im Navi ein. Ja. Und dann will er einsteigen. Ich bin einfach weitergefahren. Ich hab den nicht einsteigen lassen. Oh je. Ich finde sowas eklig. Also du vermutest wirklich, dass das ist halt auf so die Mädels beschränkt ist. Das ist so ein Thirsty Boy halt. Wie gesagt, man hat den ganzen Tag von ihm nichts gehört oder gesehen. Okay. Hab ich dir auch gestern erzählt, als ich beim VIP-Shop war. Der hat mich mit dem Arsch nicht angeguckt. Ach Gott, okay, krass. Ja, dann lass uns doch einfach mal ein bisschen abdampfen. Dieses immer so. Nicht tu jetzt einfach so, als ob ich ein Telefonat bekomme und dann düsen wir einfach los. Na, dann hast du deine Ruhe zumindest so für heute Abend. Ja, hab ich auch so. Mir läuft er ja nicht hinterher. Oder jetzt eben, wo du bei mir ins Auto direkt hinterhergelaufen bist. Ah, wir können ja das beim Auto jetzt machen. Ja, ja, er hat mir jetzt den Twingo gegeben. Also, das wollte er ja wirklich. Ja, ich weiß, was er erzählt, ne? Aber der Marc hat schon von vornherein so gesagt, wenn du jetzt dein eigenes Auto holen gehst, der wird das so abfacken. Wenn wir jetzt eh zum gleichen Ort gefahren, alle so, weißt du? Und deswegen. Nochmal bitte? Weil? Wenn ja eh alle zum gleichen Ort gefahren, weißt du? Ja. Wo ist er denn jetzt hin? Der ist ins Haus gegangen. Hast du es nicht mitgekriegt? Ja doch, aber was macht er da? Weiß es nicht. Frag ihn doch. Nein. Also ich habe bis jetzt gerade kein Problem, nur seitdem du das erzählt hast, bin ich jetzt auch ein bisschen verwirrt. Mach dir dein eigenes Bild, ne? Aber für mich ist sowas. Ja gut, das sowas nehme ich nicht wahr. Also. Ne? Das ist sowas. Ja, für. Ich achte halt auf andere Sachen. So, ja, klar, wir waren jetzt zusammen beim Boxen, da war er gar nicht da und dann. Hast du gefunkt, wo wir sind? Ja, okay, hat er auch gefragt, wo wir sind, aber. Okay. Egal. Vielleicht interpretiere ich das alles falsch oder so, aber ich habe eigentlich, was das betrifft, ich mache mir mein eigenes Bild von Menschen und. Okay. Wenn es mir nicht passt, dann habe ich auch keinen Bock mehr auf die. Ist aber schwierig in der gleichen Familie, oder? Ja, alles gut. Ich kenne auch meine Mittel und Wege, alles gut. Okay, gut. Mein Ding durch, aber wenn er die Bedingungen nicht erfüllt, dann kann er sich mal anderen suchen, wenn ich was mit ihm machen soll oder so. Gibt auch Sachen, die man gegen seinen Papagei auf der Schulter machen kann. Da muss er mal sich schlau machen, weißt du? Okay.
Oder hörst du irgendwie bei mir einen Papagei die ganze Zeit? Nee. Ja. Ne? Ja, das... Du wusst wie. Sorry, dass ich dich so rat angenommen habe beim Boxkampf, ja. Alles gut, ich kann mich jetzt nicht mehr so an ganz so viel erinnern. War eine ganz komische Situation. Ja, also auch, gedacht, also die Ellie hatte auch irgendwie gerade Probleme noch rauszufinden, was los ist. Okay. Sie dachte eigentlich, mir geht's wieder gut, aber dabei ging es mir gar nicht gut. Es war eine ganz, ganz komische Situation gerade. Ich bin, was das betrifft, so dann ehrgeizig, weißt du. Alles gut, wer hat denn gewonnen eigentlich? Ich? Ja, du hast gewonnen. Das höre ich doch gern. Ja, glaube ich, dass du das gern hörst. Du schwindelst, oder? Nein. Doch, du schwindelst. Nein. Warum sollte ich dich dann anschwindeln? Einfach damit ich mich gut fühle. Was? Lachst du jetzt innerlich? Nein. Du lachst doch. Nee. Komm, verzieh jetzt noch einmal den Mundwinkel, ich sag's dir. Was? Schau. Doch, ich merke das richtig, wie du lachst. Ja, darf ich jetzt nicht mehr lachen, oder was? Darf ich nicht mehr lachen? Doch, unbedingt. Wir sollten viel mehr Spaß im Leben haben. Das kann ich mir auch so besorgen. Hey, wie meinst du das? Nicht so, wie gesagt, ich mache mal ein Ding dann so, na, aber wenn man uns brauchen, sich stört nicht wundern, wenn ich still bin. Okay. Ich sag jetzt nicht, dass du was dafür hast oder irgendwas. Ne? Was war das? Brauchst du was? Nee, ich brauch nichts. Ich müsste mal ein bisschen meine Vorräte ausnutzen. Warte. Ich hab ja so viel. Ich hab Bohnen. Wo hab ich denn jetzt Bohnen her? Ich verstehe das gar nicht. Soll ich das wissen? Ich glaube, die Leute schicken mir mal was zu. Das PD hat mich heute gefragt, ob ich mich bei denen bewerben möchte. Echt? Oh mein Gott. Na, ich hab Waffenschein gemacht und ich hab denen ein bisschen in der Nase rumgeführt, was das Schießen angeht. Okay. Irgend so ein Stone oder so hieß der. Stone? Den kenne ich noch nicht. Ja, und der hat mit dem Waffenschein gemacht und dann sind wir da oben in dieses Schießraum gegangen. Okay. Und dann war noch ein Dritter, da meinte er so, ich nehme euch jetzt die Ziele und wer die schneller macht, ne? Ja. Wer die schneller trifft und wir haben da so einen kleinen Wettbewerb draus gemacht. Haben halt nicht damit gerechnet, dass ich Schießerfahrung habe. Ich würde auch so gerne mal ein bisschen mehr schießen üben. Willst du? Hast du? Nein, hast du eine Waffe? Nee, ich habe keine Waffe, nö. Ja, dann sollen wir mal in was einen ruhigeren Ort fahren, dann kannst du ein bisschen schießen. Also ich habe schon mal ein bisschen geschossen, aber nicht viel. Ich habe eine Waffe dabei. Ja, aber das ist doch total die Verschwendung, da Munition rauszuknallen. Egal, kauf ich mir eine neue, ich habe doch einen Waffenschein. Ja, wie viel kostet so eine Munition? Keine Ahnung, ist ja auch egal. Naja, aber nachher kostet die total viel Geld und wir ballern die jetzt raus. Okay. Anschnallen. Mhm. Si, Senor. Senor, also, okay, ich bin älter als du. Hä? Ja, alles gut, ich bin älter als du. Senor, Muchacho. Ich weiß schon wo. Ja? Ja. Okay. Und du hast jetzt gerade Auto gefahren? Ich bin einmal um den Block gefahren. Hast dich erschrocken, als ich an der vorbeigerast bin? Ja. Sorry. Ach nee. Falsch, oder?
Nee, alles gut. Ja. Nur das kurz in den Kopf regeln. Okay. Was hast du dazu getrieben? Junge! Oh! Das hätte jetzt auch schief gehen können. Wenn ich keine Kopfschmerzunfälle habe, dann bin ich ein guter Fahrer. Okay. Ja, aber die zwei haben ja überhaupt. Ja. Der eine hat ja mal. Also, hallo? Ja, der Baller ist ja. Also nicht jetzt der Baller, sondern der Wagenballer, ne? Ja. War halt komplett im Gegenverkehr. Yep, richtig. Aber macht nichts aus. Das ist eines der sichersten Autos hier, den du findest. Ich habe sogar eine Panzerung einbauen lassen. Beim Mechaniker. Ah, verstehe, okay. Ja, wir haben heute auch ein bisschen. Du kennst doch diesen Paco, glaube ich, heißt ein bisschen Bart da, dieser ekelhafte Typ da. Der auch zu diesem Vito-Typ gehört? Oder? Ich glaube schon. Die mit so komischen Jacken an, so Fell, Kragen. Ja. Nee, nicht Vito. Nicht Vitos Leute. Ach, nein, nicht? Paco, warte mal. Der hat auch bei den Mechanikern gearbeitet. Ach so, ja. Na, und die haben heute die Halbschwester von Anni entführt. Oh, okay. Die standen halt bei der Schönheits-OP und haben halt alle was intensiver nachgedacht, so, ne? Nein. Die sind einfach eingekommen, haben die getragen und ins Auto gestiegen. Wir haben die natürlich schon wiedergeholt, ne? Ja. Fangen die auch an, haben die angefangen zu ballern. Ich hab mich dann halt vor die gestellt so mit meinem Auto, weil du kannst hier hinten nicht reinschießen, wegen der Panzerung. Na, und dann haben sie mich gejagt ganze Zeit und ich hab halt ganze Zeit erst nicht geschossen, weil ich ja echt für unnötig empfunden habe. Und dann haben sie mich einmal getroffen, weil sie einem vor mich gekommen sind. Dann habe ich zurückgeschossen. Den einen habe ich direkt aus dem Auto geschossen. Oh mein Gott. Abgehauen. Okay, aber das heißt, Paco, weißt du, wer noch dabei war? Ja, doch so ein anderer, so mit grauen Haaren, den habe ich auf den. Wenn ich ihn sehe, erkenne ich ihn. Ah, okay. Fall. Oh, da ist ja ein. Leuchtturm, warst du denn noch nie? Ja, nee. Ui. Kennst du den Ort hier nicht? Nö, ich kenne den nicht. Ich habe noch nicht so viel gesehen hier von der ganzen Insel. Aber ein Leuchtturm, den kenne ich nicht. Nee, cool. Kann man da hochgehen? Normalerweise schon. Ich weiß nicht, okay, wir gucken mal. Okay. Ich bringe eigentlich auch gerne Leute hin, wenn man denen auf Wiedersehen sagen will. Echt? Ist so ein Ort? Na toll. Warte mal. Okay, ich riech nichts. Oh Gott, ich muss was ausreden. Warst du schon mal auf dem Auf dem was? Warst du schon mal auf dem Staudamm? Nein. Kann man auch gleich mal hinfahren. Nee, okay, kommt man nicht drauf ein. Normalerweise kannst du da oben drauf gehen. Oh wow. Aber man kann drüber schwimmen, wenn man möchte. Ja, ich weiß halt nicht, ob die Tür da unten. Alles gut. Einen hochbringt, so, weißt du? Also, ob da so ein Aufzug drin ist. Cool. Wenn du möchtest, kann man es gerade ausprobieren. Nee. Schwimmen brauche ich jetzt nicht. Ist kalt. Außerdem, wenn du sagst, dass hier vielleicht irgendwie andere Sachen vergraben sind oder. Ich weiß nicht, ob das hier auch so der Brauch ist. Aber wo ich herkomme. Da steht ein Fahrrad. Das kannst du nicht fahren. Okay. Ist festgebunden. Ah, ja, du hast bessere Augen als ich. Du kennst dich hier nicht so aus in der Stadt, sag ich erstmal. Nicht so viel, nö. Oh, dann. Aber schau, so komme ich ein bisschen rum. Ich bräuchte so. Aber nimm irgendwas, was auf dem Weg liegt. Geländewagen. Nee, die Zeit ist leider um. Es gibt einen schönen Ort hier, wo, wenn die Sonne untergeht. Ach. Sehr schön Ausblick. Na, ich habe schon gesehen, es gibt ein paar Leute, die wunderschöne Fotos gepostet haben. Da, wo ich meine, habe ich noch kein Foto hier gesehen. Nee? Oh, mit so einem okay. Kleinen See ist da so. So zwischen den Bergen geht dann die Sonne so runter, da sind so zwei kleine Hügel. Ach süß, okay. Ja. Also du meinst nicht da oben beim Orangenfeld? Nein. Nee, weil da ist ja auch so ein See. Das ist hier ein bisschen weiter, Vor Closure, so, okay. Müsste ich mal mit dir abfahren. Ja, nicht alles heute. Nee.
Ey, das wäre ja langweilig. Dann habe ich ja keinen Grund mehr, dir irgendwas zu zeigen, ey. Hier sind ja Boote. Ja. Wie schön. So alte Kutter. Oh, der sieht schon ganz schön hinüber aus. Ui. Da ist ein Feuer. Da ist ein Feuer da vorne, oder? Da. Mhm. Warum ist da ein Feuer? Weiß es nicht. Cool. Gut. Meinst du, die lassen mich auch einen Waffenschein machen? Beim PD? Ach ne, muss noch rumgehen. Was muss man da machen? Also, dass man einen Waffenschein kriegt? Kennst du auch den kleinen Wasserfall? Nein. Okay. Was muss ich machen? Also, gibt das PD jeden einen Waffenschein, oder? In der Theorie, ja. Du musst Lexa hatte ja Schwierigkeiten, ne? Ja, ne, du gehst einfach dahin, sagst, du willst einen Waffenschein, der kostet aber auch 300.000, ne? 300.000? Und dann labert er dir was vor, so, fragt dich, ob du weißt, was für eine Waffe du benutzen darfst, so, weißt du? Für was darf man die benutzen? Nur, also, du darfst ja halt nur die Glock benutzen, ne, und dann halt nur zu Notwehrzwecken halt. Okay. Ja. Zur Verteidigung. Genau. Mhm. Das ist die Glock, okay. Weißt du dann schon, wie es geht, wenn du schon mal geschossen hast? Da, ich hab's, ja, wo soll ich denn hinschießen? Ja, such dir was aus. Auf den Felsen da vor dir oder so. Naja, aber es wäre eigentlich ganz cool, wenn ich... Nee, nicht auf dich, aber es wäre ganz cool, wenn ich irgendwas wegschießen könnte. Dann müssen wir nach Sandy fahren. Okay, ja, ich versuche einfach mal. Ich nehme den... Komm mir nicht an, du willst mir auf die Sterne schießen. Nein, ich nehme die Zaunlatte, die obere in der Mitte. Okay? Mal schauen. 3, 2, 1. Ui. Habe ich doch getroffen, oder? Mhm. Kann man das einschusslich sehen? Ja. Da? Ja, hast gut gemacht. Ist ein Treffer. Ja. Naja, ist ja nicht so schwer, oder? Schießen. Nee, sonst. Ich würde dir ja sagen, stell dir eine bestimmte Person vor, die du knallen willst. Jetzt gucken wir hin. Oh. Du hast gesagt, ich soll mir eine Person vorstellen. Jetzt zieh mal, ne? Ja. Und dann tu mal, als ob du springen willst. Echt jetzt? Tun oder soll ich springen? Ja. Oh, warte mal. Hä? Richtiges Naturtalent. Aha. Tada. Du kannst auch so auf die Seite, wenn du gleich so Seite. Ich bin Bond, Sarah. Sarah Bond. Mein Name ist Bond. Sarah Bond. Nee, ich glaube, ich könnte keinen Menschen verletzen. Du hast mich heute mehrmals geschlagen. Da weiß ich jetzt nicht mehr so viel. Hm? Darf ich noch einmal schießen? Ja, du schießt. Okay, ich schieß nochmal auf so eine Latte da hinten. Ja, ich versuche jetzt direkt daneben zu treffen. Mhm. Ui. Ja? Doch. Hm. Wenn ich... Jetzt mache ich das dritte links, rechts daneben. Tja, cool. Hier ist ein Naturtalent. Und wie läuft dann so ein Waffenschein ab? Also muss ich da sowas Ähnliches machen? Warte, ich gebe dir die mal wieder zurück. Du gehst dann mit denen hoch in den Schießraum. Ja. Hast du eben gesagt. Und dann kriegst du von dem Beamten kriegst eine Pistole in die Hand gedrückt und dann sagt er dir, das sind so Zielscheiben halt. So. Okay, das sind richtige Zielscheiben. Dann sagt er so, schieß auf die rechte Schulter, zweimal in den Bauch, einmal in den Kopf, einmal auf die linke Schulter. Okay. Und danach ist es fertig. Dann bringt er dich zu dem Drucker für den Waffenschein. Und da brauchst du halt die 300.000. Ja. Ja, und was kostet denn so eine Waffe? Gibt's die im Waffenladen? Ja, können wir mal gucken, wie du möchtest. Ja, wir sind, glaube ich, gerade vorhin an einem vorbei, gell? In Sandy ist auch noch, genau. Ach, und du darfst jetzt quasi Waffen kaufen? Ja. Naja, mit dem Waffenschein. Ich krieg nichts dort in dem Laden. Ja, ich kann eine Waffen kaufen. Cool. Ich kann also sogar eine Machete kaufen. Oh, wow. Mhm. Aber das Thema ist, du könntest die ja mir weitergeben. Mhm, das ist richtig.
Aber es wäre illegal. Eine Machete? Hm? Ganz ehrlich, da schneide ich mir ja selbst die Hand ab. Gibt's nicht auch was Kleineres? Leider nicht. Ich will auch so. Ich hätte auch gern so ein Springmesser oder so, aber. Irgendwas, ja, so. Da gibt's einen Schraubenzieher, gibt's da, oder einen Hammer. Willst du einen Hammer haben? Ein Schraubenzieher. Ein Schraubenzieher ist doch ganz nett. Aber gilt es als Waffe, wenn ich jetzt in einen Club reingehen würde oder so? Eigentlich nicht. Würden die das abnehmen, eine Schraubenzieher? Nee, dürfen die eigentlich nicht. Also das ist kein verbotener Gegenstand. Weil ich kenne mich, ich vergesse das ja irgendwie sonst irgendwo hinzupacken. Du bist sicher, dass du noch nicht beim Staudamm warst? Ja. Okay. Sicher. Das ist komisch, wenn ich mit dir die ganzen Cringe-Orte abfahre. Cringe-Orte? Ja. Ach, sind das so Liebesplätze oder was? In der Theorie schon, ja. Und jetzt sieht uns keiner, ne? Auch der Turm hier gerade? In der Theorie, ja. Ernsthaft? Das sind so Love? Ach Gott, oh Gott. Ja, dann verstehe ich, dass es dir jetzt gerade komisch vorkommt. Alles gut. Kannst ja, wenn du mal einen Freund hast, kannst du den ja dahin führen. Ich merke mir doch nicht, wo die Sachen sind. Dann fragst du mich halt noch. Hey Liam, du kannst romantisch abhängen. Oh Gott. Naja, aber hast du dann die Augen auf jemanden geworfen? Nicht, keine Ahnung. Wenn ja nicht so viele hier. Okay. Ja, du warst auch eine Zeit lang nicht da, ne? Und das. Von den meisten, wo ich, wenn ich halt jemanden kennenlerne, sage ich jetzt mal, also ne, ja. sind die meisten entweder schon vergeben oder stehen auf jemanden. Oh, ja. Warum lachst du dabei so? Na, weil das immer schnell geht, dass irgendwer auf irgendwen steht, glaube ich. Und ich bin auch nicht der interessanteste Mensch, also. Oh Gott, ist ja voll die komische Gegend hier. Ist ja nicht was. Gibt sogar ein verlassenes Hotel. Echt? Ist das dann auch so ein Love Place? Nein, das nicht. Das ist ein bisschen kantig. Als man gerade die Tür aufmacht und sie steigt selber aus, ist okay. Oh, meine Handgelenke tun echt noch ein bisschen. Oh Gott, oh Gott, oh. Ist das erschrocken? Aha. Was denn? Ich guckte das gerade an. Warst du noch nie in einem Waffenladen? Nein. War ich noch nicht? Oha. Das gibt für alles ein erstes Mal. Ich sehe schon. Oh, da oben ist eine Kamera. Nimm dich auf. Ja. Okay. Firearm Safety available here. Combat Sniper Rifle. Aha. Was gibt's hier in der Mitte? Waffen. Souvenirs. Also Waffenscheiden und sowas. Hey. Hallo. Oh Gott. Ich erschrecke mich auch jedes Mal, wenn er einen Blitz an die Tür labert. Und die Waffen, da kann man alle erwerben? Nein. Nein. Die hängen einfach nur zur Depot. Du kannst sie erwerben. Weil, Entschuldigung, das da ist ja wohl mal völlig übertrieben. Den hätte ich gerne. Nein. Du kannst eigentlich nur hier die hier kaufen. Ja, unten rechts hier die. Okay, ich öffne mal den Shop. Eine Glock. Ein Hammer, ein Schraubenzieher. Seil. Aber Seile dürfte ich kriegen, ne? Eigentlich schon, ja. Willst du eine Machete haben oder nicht? Nee, das ist mir. Nein. Ich muss dann erstmal zum Bankautomaten. Warum, was willst du holen? Ich wollte dir einen Schraubenzieher gerade holen. Ach so, warte, ich hab 22.000. Wie viel hast du noch? Gib mir 11. Ich gebe dir 15. Ich sag 11 und sie gibt mir mehr. Ja, für den Tank noch ein bisschen Geld. So. Oh,
Ja, bitteschön. Den kann ich jetzt dann auch ausrüsten wie eine Waffe quasi dann. Du musst nur auf deine Hand, in so einer Hand dann halt nicht auf die Waffe, sondern auf dein Händchen und dann drehst du ein bisschen mit dem Rädchen. Ich glaube, das geht nur draußen dann. Nee. Warte. Dann erstmal irgendwie. Nee, das ist nicht. Warte mal. Gib mir mal den kurz mal bitte. Warte, okay, Sekunde. Mir macht da gerade nichts. Also ich weiß schon, was du machst. Meinst du, ist ja so ähnlich. Ja, ich hab noch hier. Hä? Bei mir ging's gerade nicht. Ist das vielleicht wirklich, weil ich keinen Waffenschein habe? Nee, aber die Waffe konnte ich ja auch gerade nehmen. Guck mal, also, ich rede mal kurz ein bisschen offener. Na, ganz kurz, ja. Ja, du nimmst, du hast ihn halt in der Tasche und dann gehst mit dem, auf dem Rad, gehst du auf die Faust und drehst einmal mit dem Mausrad nach unten oder oben. Hab ich gemacht. Okay. Nee. Doch. Kein Problem hier. Hab ich gemacht. Okay. Geht denn bei dir, wenn du den Schrumpf in der Hand hast, bei der Faust 1 von 2 oder was? Genau. Das war ja, vorher, so. Aber es hat trotzdem nichts gemacht. Okay, ich guck nochmal. Da steht 1 von 2, ja, aber ich weiß nicht, wie ich das. Mausrad. Ich mach das mit dem Mausrad. Okay. Mit den Pfeiltasten? Nee. Das ist ja mega schräg. Ich schwöre, ich drehe am Rad. Alles gut. Ich habe das mit der Waffe auch hingekriegt, ja. Komisch. Alex hat das gleiche Problem. Echt? Mhm. Na toll. Jetzt haben wir das umsonst gekauft. Ach, alles gut, dann packst du ihn einfach auf Seite und vielleicht klappt es ja irgendwann. Wieso soll es denn. Ach so, ja gut, ich kann ja auch mal im D-Funk sprechen. Ja, genau. Oder wenn ich. Oh Gott, ciao. Oh. Oh, was so heiterem Himmel spricht der mir. Warte mal, geht es. Nee, es geht nicht. Mann. Oh. Alles gut, du hast das. Danke. Das ist ja sehr seltsam. Ja. Und wer hat das gleiche Problem? Lexa. Lexa. Vielleicht dürfen Frauen keine Schraubenschlüssel benutzen? Nee, Anni kriegst du auch mit der Machete hin. Das gleiche Prinzip. So, sehr blöd. Mal gucken. Danke trotzdem. Nicht zu danken. Würde ich doch gerne. Wirkt vielleicht schon total brutal, dass ich es alleine dabei habe. Ich behaupte dann einfach, ich habe einen Schraubenschlüssel. Komme nicht zu nah, ich habe einen Schraubenschlüssel. Ja. Genau. Ich habe jemanden gesehen, was heißt jemanden? Philip Armstrong. Ich glaube, der hat mit einem Ding jemanden halt eiskalt umgenietet. Ja. Das ist. Zack. Aber hör mir auf mit dem, ey. Einen Ratsch und dann war der weg, der andere Typ. Ich könnte dir so die Laune gerade vermiesen. Ja? Ja, aber ich lasse es. Aber was hast du denn mit dem zu tun? Ich gar nichts. Ach so, okay. Oder ich krieg viel mit. Okay. Ja. Du würdest mir die Laune vermiesen. Ich glaube schon, dass ich was nerven würde. Nerven? Ich ja, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Ich glaube schon, es würde dich belasten. Okay. Na toll. Und jetzt belastet mich, dass du mich nicht belasten willst. Er macht halt sich an Anni und an ihre Halbschwester ran die ganze Zeit. Echt jetzt? Ja. Ich hab Anni das dann gestern gesagt, so dass der Typ ist, auf den du standest, so halt, ne? Ja. Also dass es der Typ ist. Jetzt, ja. Oh mein Gott. Und dann hat sie halt direkt gesagt, so, ne, okay, sie versucht da irgendwie jetzt rauszukommen. Ja. Weil sie will ja Sachen Leuten von den Sachen immer haben, so. Ja, 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 ja. Sie hat auch von ihm schon 400.000 bekommen und einen Pounder. Wie bitte was? Also im Wert von 650.000, so schon Bus von ihm bekommen. Okay, aber da hat sie sich nicht gewundert, warum der sowas macht? Ihr ist es ja egal, also. Und jetzt flirtet er schon ihre Schwalbfeste an, weil hier diese. Oh, Kopfweh. Ganz schwierig gerade. Vielleicht ein bisschen langsamer fahren. Ja, okay. Bin stehen geblieben. Bin wieder da, okay.
Na, da, bei den Lost MCs ist er doch. Ich weiß. Und dann aber ist ja krass. Ach so. Nee, war ich nicht, nö. Da geht's hoch, okay. Das ist ja, ich weiß nicht, der ist so komisch, der Philipp. Also mir hat er jetzt nicht so solche Geschenke gemacht, mir hat er nur Blumen geschenkt. Ja, du weißt halt nicht, ne? Keine Ahnung. Ja, und ich meine, das war die, ich meine, das war in der ersten Einreisewoche. Mhm. Da war, ich glaube, der hat auch erstmal Geld verdienen müssen. Ja, jetzt hat er ja alles. Jetzt hat er anscheinend alles und haut raus. Will der sich jetzt echt eine Frau kaufen? Ich hab keine Ahnung. Will der sich Liebe kaufen? Oh, es sieht irgendwie ein bisschen gruselig hier aus. Das ist doch kein Love Spot. Das sieht aus, als würde man hier gleich seinen letzten Atem aushauchen oder wieso? Ja, ein bisschen. Okay, dann musst du gleich ganz kurz ein bisschen tapfer sein, okay? Warum, wo sollen wir? Willst du denn jetzt hin? Wir gehen da die Leiter hoch. Ganz hoch? Ja, also nicht ganz, ganz hoch, sondern. Okay. Wir können auch ganz, ganz hoch gehen, ne? Aber. Oh. Geht halt um den Ausblick gleich. Den Ausblick. Den Ausblick, okay. Nein, schau einfach nur nach oben. Genau. Also die Leiter hier. Genau. Okay. Ist auch abgesichert, ne? Du kannst jetzt nicht irgendwie. Mhm. Ein Fuß vor den anderen. Ja. Nicht drüber nachdenken. Nee, ich denke nicht. Ich denke nicht. Oh. Was? Dann hast du diesen schönen Ausblick halt. Okay. Auf die Skyline. Mhm. Da drüben ist das Casino. Ja, hast du gut geraten. Nicht geraten. Was denn sonst? Ach, das ist schön. Warte mal. Mach mal ein Foto. Wer weiß, wann ich hier wieder herkomme. Immer wann du möchtest. Was denn? Dankeschön. Wofür? Naja, fürs Angebot. Du hast gerade gesagt, immer wenn du möchtest. Ne, stimmt auch wieder. Querformat. Zick. Ja, dieser Philipp. Ich denke, das ist eh. Hat sich komplett erledigt. Ist besser so, glaub mir. Meinst du? Auf jeden Fall. So von dem, was ich mitkriege, auf jeden Fall. Ja, vor allen Dingen ist ja übel, dass er sich auch an zwei so Frauen parallel auch, ne, bearbeitet. Okay, er weiß es nicht, dass das die Reise echt? Ist. Echt? Ne? Oh mein Gott, wie dumm. Das heißt, der macht sich an zwei, wer weiß, wie viel da noch läuft. Oder er macht es absichtlich, um mir noch mehr weh zu tun. Ich denke mal so blöd, ich erzähle immer ganz negative Sachen von anderen Leuten. Das kommt irgendwie so blöd rüber, aber so ist es halt nicht gemeint. So, ich will die nicht schlecht reden oder so, weißt du? Alles gut, sehe ich doch gar nicht so. Aber ich frage mich halt wirklich, ob er das macht. Sobald er einer hat, wird er wahrscheinlich das posten ohne Ende. Da könnte ich jetzt schon schwören. Dann besuche ich den mal. Kannst, ja, ich bin, ne? Er kann, keine Andeutung auf dich. Ja, er kann ja machen, was er will. Ich habe ja keinen Anspruch auf ihn. Natürlich. Aber dass er irgendwie nicht drauf kommt, dass er irgendwie mir wehgetan hat, das verstehe ich halt nicht. Ja, Männer sind manchmal dumm. Passiert mir auch ziemlich oft. Aber ja, man sollte halt nicht sagen, dass man eine Frau irgendwie gut findet oder ihr so Komplimente machen wie, du bist nicht wie die anderen. Du bist eine tolle Frau. Ich habe was im Kofferraum. Das ist der. Was im Keller. Ich habe. Ja, ja. Nee, aber das. Ne, ich habe Ziele. Und beziehungsweise er hat ein Ziel, so hat er gesagt. Da habe ich aber nicht gefragt, was. Ich habe gesagt, du erzählst es mir schon. Ja, es war so ein ganz komischer Moment, als er das gesagt hat. Ich habe ein Ziel. Und dann hat er aus dem Kofferraum Blumen geholt. Und. Weil er hatte vorher gesagt, in dem Kofferraum ist sein Ziel. Und ich so, Blumen sind dein Ziel?
Und er so, nee, aber die sind der Weg dahin. Oh, kann schon süß sein, ja. Das kann süß sein, aber es kann auch total, das würdest du doch auch interpretieren, als wäre das Date ja, gut, oder ja. Ich das Ziel. Ja, natürlich. Aber wenn das bei mir jetzt ein Typ machen würde, würde ich mich eher angeregt fühlen. Ja, natürlich nicht, aber... Ich bin halt kein Typ. Aber stell halt dir vor, ich wäre jetzt, so. Ne, ich wäre jetzt die Frau und sag, oh, ich habe Ziele und wir reden so ein bisschen drumherum und dann fange ich an, naja, ich habe was im Kofferraum, das gehört zu meinem Ziel. Ja, ich würde das auch eh. Und dann gebe ich dir irgendwas, was weiß ich, vielleicht ein Baseball, ein Basketball, ein Tennisball, was halt Männer so wollen. Ein Kinnhaken. Und sag, das war der Weg zum Ziel. Oder das ist nur der Weg zum Ziel. Also Entschuldigung, natürlich denke ich da an mehr. Ja, natürlich. Und es war auch irgendwie anders verpackt. Das hat so noch keiner gemacht. Nicht so wie dieser Typ da, oh, warum bist du so schön? Ne, auf Insta. Die meisten sind halt sehr platt. Und er sagt auch immer, das ist die Dame, ne? Er sagt nicht die Frau oder die Chica oder so, sondern da die Dame da im Auto. Er hat halt schon Manieren und ich dachte einfach nur, er ist schüchtern. Ja, sind aber die meisten immer. Bin ich ganz offen und ehrlich, so sind die meisten Männer. Ich würde halt gern wissen, ob er dann halt das Interesse verliert, sobald die Frau Interesse zeigt. Ja. Kann ja auch sein. Ach. Keine Ahnung, da kann ich nicht mitreden. Ich tick anders. Echt? Ja. Ist dann eher offensiver? Ich? Ich und offensiv. Bei Boxen ja, aber... Bei Frauen nicht? Ich bin extrem schüchtern. Und ich lasse mir das meistens auch nicht anmerken, wenn ich jemanden mag, weil... Keine Ahnung. Weil ich weiß, dass ich einen Korb kriegen werde. Okay. Aber so kommst du auch nicht vorwärts, ne? Ja, so ist es halt, ne? Aber was will man machen? Es brennt sich irgendwann ein und irgendwann ist es schon so oft passiert, dass du so nicht mehr anders kannst, sag ich jetzt mal. Naja, das... Ich überlege gerade. Das Thema ist halt natürlich dadurch, dass er die ganzen Sachen da... Ich weiß nicht, ob er sie abgezogen hat, ob es Absicht war oder nicht oder was auch immer da war. Also die Intention verstehe ich auch nicht dahinter, was er da abgezogen hat. Ist halt irgendwie leider jetzt bei mir erstmal so richtig die Luft raus. Das ist ja glaube das. Ich. Alle anderen ich Männer glaube. Leiden im Endeffekt darunter, ne? Ach. Weil ich natürlich noch vorsichtiger oder unsicherer werde dadurch. Das ist halt das, ne? Ein Mann baut Scheiße, sag ich jetzt mal, und das wird dann halt auf alle so bezogen. Genau, ja. Ne, woher weiß halt ich jetzt, dass der Nächste nicht genau wieder so einen Scheiß abzieht? Genau, ich wollte gerade sagen, das ist dann halt so, sozusagen wäre jetzt Scheiße für mich so, wenn ich bin halt komplett anders, sage ich. Und ja. dann kommt dann, wenn ich dann sage, so, ich bin halt anders, ne? Genau. Das sagen sie alle. Das sagen sie alle, genau. Ich krieg das Kotzen, wenn ich das ja. so. Ja. Man halt, kriegt halt sozusagen manchmal mehr die Chance, irgendwie so zu zeigen, dass man anders ist. Oder? Blöd. Aber es ist ja andersrum genauso. Ne, wenn ja, klar. Ein Mann an eine Frau gerät und dann passiert irgendwas. Ja, aber. Keine Ahnung. Weißt du, was bestimmt auch noch so ein Love Spot ist? Was dieses Weinwood-Ding da oben, oder? Ja, natürlich. Aber natürlich. Das ist ein bisschen mit Höhenangst verbunden. Aber man kann da hochklettern? Ja. Auf die Buchstaben? Ja. Willst du mal hin? Ah, nicht heute. Da waren nicht wir heute. Gestern drauf. Echt jetzt? Ja. Oh, und ich verpasse sowas? Ja, du hast geschlafen. Oh. Ja gut, da waren wir. Ich wollte da unbedingt noch hoch. Also es steht ganz oben auf meiner Liste, da mal hinzukommen. Aber Schnitzel war ganz mutig. War gut, ich habe uns unter dem Schild versteckt und hatten Angst, noch höher zu klettern, weil da oben die Absicherung ist. Oh Gott. Schnitzel tief und entspannt in die Decke. So war echt? Nicht, Alter, ich hoffe, wir fallen nicht runter. Okay. Wir haben uns nicht getraut, uns zu bewegen. Weißt du? Also das ist halt einfach nur... So wie wieder ganz oben jetzt hier? Ja, weil da ist ja wirklich auch keine Sicherung. Ohne Gitter, genau. Ja, nach vorne. Sieht aus wie so ein Schwimmspringturm, weißt du? Nur, dass der Fall hier ein bisschen... Boah, ich darf nicht runterschauen. Wie ein Fallschirm. Ein Fallschirm wäre was, ja. Machst du vielleicht ein Foto von mir? Kann ich machen. Dann gucke ich mal in deine Richtung. Mit der Kulisse so ein bisschen. Ja. Ich mache jetzt keine Pose.
Oder doch? Wie du möchtest. Oh, mal. Ich überlege gerade, aber was könnte ich denn für eine Pose machen? Nee. Sag, wenn du deine Pose hast, ne? Ist die zu doof? Ja, da sieht man mich nicht. Ich glaube, das ist alles. Oh. nee. Alles gut. Nee, das ist ja. Was ist denn das alles? Okay, ich bleib einfach, wie ich bin. Also perfekt. Ja? Kann ja, ich? Du darfst. Ach, ich muss noch ein bisschen wieder, dass du in die Kamera guckst. Ja. Moment. So. Ach nein, jetzt war ich. Entschuldigung, ich hab ein Video gemacht. Du kannst ja auch ranzoomen, ne? Ja, habe ich gemacht. So, ja? Mal gucken, was du davon hältst. Oh. Ich glaube, ich ein 3-Sekunden-Video von dir auf dem Handy. Aber ich glaube, du kannst besser Fotos machen als ich. Weiß nicht. Ich hab's dir jetzt zugeschickt. Ich sehe ein bisschen gelangweilt aus. Soll ich noch mal eins machen? Naja, aber ich müsste irgendwie anders hier gucken. Ja, das musst du machen, ja. Ich kann dir nicht vorschreiben, was du zu tun hast, ne? Wie könnte ich denn... Warte mal. Willst du so komplett drauf sein, oder? Nee, reicht das Oberkörper? Ich schau mal so nach oben. Ich muss ja nicht direkt in die Kamera schauen. So sternhimmelmäßiger Blick. Sag dann Bescheid, ne? Ja, mach ruhig. Drück so. Einfach drauf. Hat so einen Mundwinkel verzogen. Moment. So. Okay. Moment. Ach so. Ich habe was anderes gerade mal aus der Sicht gemacht, was ich nicht machen wollte. Was hast du gemacht? Hab ich dich jetzt erwischt, wenn du gesprochen hast, oder? Nein! Ach, ich muss nochmal machen. Aber. Ja, fertig? Ja. Okay, dann ist auch gut. Ich werde nie Model. Doch. Bist doch eine Hübsche, weiß ich, was du hast. Ach, ich glaube nicht, dass ich so die Hübscheste bin hier in der Stadt. Hey, du hast nur ein Kopier. Das war ein bisschen heimlich gemacht. Ja, heimlich, und dann schickt sie es mir. Das ist schon besser. Sag doch, das ist schön. Jo. Das jo. Andere war so ein. Nee, das andere war so, das hat so traurig ausgeschaut. Entschuldigung. Das sieht doch gut aus. Dankeschön. Freut mich.
Freut mich, dass du zufrieden bist. Ja, haben sie gut gemacht. Danke. Können sie sich selbst auch auf die Schulter klopfen? Ey, warum? Kannst du so machen. So, okay, oh Gott, wie kommen wir denn jetzt da runter? Wie geht das? Ganz langsam einfach auf die Leiter zugehen. Ganz okay. Langsam, am besten von vorne. Okay, warte. Wir machen jetzt Platz. Und ganz langsam. Oh. Oh. Lass ihn mal vormachen. Gott, oh Gott, ja, mach mal vor. Okay, ich hab's gesehen. Oh. Oh Gott. Okay. Schnell runter hier. Uff. Puh. Interessant. Staudamm. Ah, stimmt, hier drüben ist ganz viel Wasser. Hm. Ist ja wirklich ein Staudamm. Ja. Naja, auf der anderen Seite habe ich nicht geguckt. Ich habe die ganze Zeit nur in die Richtung geguckt. Wir haben gar nicht dahinter geguckt, groß. Ja, du warst halt von der Skyline fasziniert. Ja, die ist ja auch schön. Da kannst du dich hinsetzen, Füßchen, Beine ins Wasser taumeln lassen. Okay. Guck mal hier runter. Siehst du da unten den Steg? Ja. Okay. Man hat zumindest hier seine Ruhe. Mhm. Cool. Danke fürs Zeigen. So gibt's da nichts zu bedanken, ey. Wollen wir dann einfach mal Würfelpark abklappern? Und wenn da jetzt nichts mehr ist, würde ich, glaube ich, schlafen gehen. Ja, aber klar. Hä? Hm? Nee, ist ja. Ich bin müde, Mensch. Alles gut? 3 Uhr. Du kannst ja noch was mit Benny unternehmen. Junges Fräulein. Hast du jetzt Fräulein gesagt? Mhm. Oh. Hast du einen zweiten Namen? Nee, ich bin nur Sarah. Okay. Also Sarah Kern. Kern, ja. Wie willst du nicht mit? Das klingt blöd, wenn du nur einen Namen hast. Achso, dann erfind doch einen. Sarah Pumpernickelbrötchen Kern. Okay, der war gar nicht schlecht. Sag mal, du siehst doch gar nichts hier drin, oder? Ist doch alles verdunkelt. Wie machst du das? Du kennst keine. Das sind so Scheiben, wo du halt durchgucken kannst, aber auch niemand reingucken. Ist das nicht zu dunkel nachts? Nee. Ich bin wie eine Eule. Dass sowas überhaupt erlaubt ist in der Stadt. Ja, das hab ich auch gewundert. Also da gibt's Staaten, da ist es nicht erlaubt, dass vorne die Scheibe durch ist, ne? Kenn ich auch nur so. Deswegen war ich ja verwundert. Okay. Boah. Bist du angeschnallt? Yes. Auf. Bin ich. Gestern auch, Anni, ich hab's Anni gestern den ganzen Tag lang gesagt. Dann habe ich sie einmal nicht gesagt und sie ist so, ich bin schon Schabbel geflogen. Das waren doch wir beide, oder? Ja. Gestern. Nee. Das war das nicht die Situation, wo wir zu zweit rausgeflogen sind? Ja, das war die Situation, meint ja, stimmt doch, genau die. Ich habe noch genau in dem Moment gesagt, oh, anschnallt. Und zack, und ihr seid rausgeflogen. Ja, genau in dem Moment, ja. Ah, ich war noch rechtzeitig. Meinst du, kannst du jetzt schon drehen? Aber ich glaube nicht, ne? Was soll ich drehen? Das Rad. Ich weiß gar nicht, wann wir waren. Wann waren ich wir? Weiß auch nicht mehr. Ich glaube, es war erst vor 2 Stunden. Oder vor 1,5 oder so. Ich muss mal kurz ein Powernap machen. Ich habe hier. Okay. Kurz in Ordnung? Ja, lass mich gut alleine. Ja. Wow. Passt. Ich sitze doch neben dich, ich mache nur ein Powernap. Ich weiß, was du hast. Mhm. So, ich schließe mal sogar das Auto ab. Oh, danke. Komme ich jetzt nicht raus? Nein, du nicht. Echt nicht? Du bist jetzt auch ewig hier drin in meinem Auto gefangen. Ey, ich warne dich. Will, du kommst nicht zurück. Ich mach schnell einen Powernap. Ja, mach das.
Oh mein Gott. Oh. Hm. Was denn? Naja. Sie haben da was im Gesicht. Da habe ich nicht. Ich glaube, schon noch bis weggerannt. Jetzt hast du die Chance gehabt, wegzurennen. Ach. Ich, wow. Wow, was? Schlimmer? Mein Frontlich ist geplatzt. Oh. Okay. Puff. Ja, stimmt, hat gerade irgend so einen kleinen Knall getan, ne? So, dann schauen wir doch mal. Da stehen. Wo stehen? Das ist doch Monty, oder? Wo? Da drüben. Siehst du den nicht? Hinter dem Auto, hinter dem rosanen Auto? Siehst du das Auto? Ach doch. Doch? Ja, ich habe nicht gesehen, dass da jemand steht. Oh, da ist er. Aber das ist so ein Scooter, den nehme ich mir mal kurz. Wunderschönen guten Abend gewünscht. Und wegrennt er. Warte mal. Was ist denn? Oh. Nein, nein, nein. Oh, schade. Oh, schade. Bleibt jetzt so auf der Straße stehen, kennst du die Brücken hier? Ja, genau, ne? Ich hab's gerade noch gesagt. Ich wollte diesen Roller da nehmen, aber der geht nicht. Ich kann den nicht aufheben. Vielleicht hat ihn ja jemand verriegelt. Ach so? Kann man den verriegeln? Das gibt's doch gerade am Boden oder so. Nee. Nee, geht nicht. Ich will jetzt mal Auto zurück. Nein! Hallo! Schade. Schade, schade. Den wäre ich jetzt schon gern gefahren. Hm? Ich hab dich nicht verstanden, was hast du gesagt? Den wäre ich jetzt schon gern gefahren, den kleinen Roller da. Dann sollen wir nochmal dahin fahren. Nee, alles gut. Was machen die denn da? Ja, Faxen. Ich wusste gar nicht, dass es solche Autos gibt. Doch, klar, kannst du kaufen. Echt? Mhm. Das ist das erste Mal, dass ich einen Camper sehe. Okay. Ja. Ich schlafe wohl zu viel.
Wollen wir mal Hallo zu der Dame, zu den Mädels? Die ist ja ganz alleine. Guten Abend, alles gut bei dir? Ja, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Sicher? Okay. Weil irgendwie hat dich Monty jetzt hier alleine stehen lassen? Nee, alles gut, ich warte nur. Okay, super. Huch. Wie hab ich denn das jetzt gemacht? Das ging doch gerade die ganze Zeit nicht. Entschuldigung, wir waren, hat nichts mit dir zu tun. Eigentlich habe ich da einen Bug. In meiner Tasche, die funktioniert nicht richtig, keine Ahnung. Ach so. Geht jetzt wieder? Ja, ja, alles gut. Ich habe hier, ich bin das harmloseste Wesen hier. Das kam jetzt bestimmt anders rüber. Ganz kurz, wisst ihr irgendwas, was gegen Kaugummi kauen hilft, außer springen? Weiß nicht, könnte bist du schon geschubst worden? Nee, noch nicht. Du bist ja der Schubsprofi. Warte, darf ich kurz bei dir Schubsen üben? Ja, mach mal. Okay, ich versuch's jetzt bei dir, warte. Okay. Was? Dankeschön, dankeschön. Aber? Nee. Hast du schon Powernap gemacht? Ja, ja. Okay. Also bei mir kau ich jetzt nicht mehr, aber bei euch schon. Kaut sie noch? Ja. Nein, bei mir gar nicht. Okay. Wer hat hier Powernap? Um was geht's hier eigentlich? Ja, mein Kaugummi kauen. Okay, okay. Hallo, ja. Guten Abend. Hallo. hat wer Kaugummi für mich? Nee, ich hab keinen Kaugummi. Okay, ich hab aber eine Banane für dich. Ja, klar. Sehr guter Ersatz. Kann man auch ein bisschen drauf rumkauen auf der Banane, ne? Keine. Okay. Ja, leider. Okay. Ja, schade. Danke. Na gut. Ich hatte vorhin, wurde ich von dem hier ausgenockt, im Boxring. Seitdem habe ich bin ich ein bisschen neben der Spur. Okay. Ja. lachen Sie mich gerade aus? Hä? Ich lache mich selbst aus. Ich lach sie auch gerade aus. Nein, Spaß. Tut mir leid, ja. Okay. Ja, ich finde, Lachen ist doch super. Also, wir können auch gerne einen Lachkreis machen. Lachkreis? Ja. Ein Lachkreis. Ja, okay. Also, am besten alle ganz tief auf den Boden legen, so. Ja, komm. Ja, okay. Und dann fängt einer an zu lachen. Komm, Liam, mach mit. Wir machen so ein Kreuz und einfach mal lachen. Cool. Liam, du musst lachen. Normalerweise geht es so, man müsste jetzt, dass jeder mit dem Gesicht auf dem Bauch des anderen ist. Und durch diese Vibrierungen, also dieses Vibrieren des Bauches, muss man dann irgendwann immer mehr mitlachen. Ja. Okay, weil es total dämlich ist. Warte, ich gehe einfach deinen Arm. Okay. Ja, aber es ist noch nicht, da müssen wir noch üben. So richtig herzhaft ist es noch nicht, ne? Ja. Nicht herzhaft? Herzhaft, nicht saft. Okay. Uff. Verstehe ich. Ja, oh Mann. Das muss man mal zu zehnt machen im Kreis, das ist ganz witzig. Ja. Ja, wäre bestimmt ganz lustig. Sehr gut. Okay. Okay, ich glaube, die machen eine Tour. Ja, das sieht wohl ganz so aus. Das sieht danach aus. Ah, ich glaube auch. Ich habe schon eine Fahrradtour in der Stadt gemacht. Und wie war's? War witzig. Wenn alle so mit dem Fahrrad fahren, ist ganz cool. Ja, würdest du weiterempfehlen? Unbedingt. Aber nimm dir am besten Mountainbike und nicht so ein Damenfahrrad. Okay. So ein Damenfahrrad ist ein bisschen langsam. Okay, merke ich mir. Ja. Ist das Roy da drüben? Weiß ich nicht, mal gucken. Ah, hat wieder was aufgesetzt.
Ah. Ja, alles gut? Ja, ja. Okay. Ja, okay. War das Roy da drüben? Egal. Ja. Was ja. War, weiß nicht, ja. War das Roy? Weiß nicht. Weißt du nicht. Soll ich fragen? Alles gut. Die sind ja jetzt wieder weg. Okay. Na gut, Liam. Wir gehen mal weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Okay, einen schönen Abend. Danke. Und viel spaßige Unterhaltungen. Wir haben nicht so viel Kaugummi kaufen, ne? Ja. Haben Sie Kaugummi für mich? Nee, wir haben keinen. Sie haben ein Lambo. Ja. Darf ich mal fragen, den? Ich denke nicht. Warum? Nee. Ich habe Führerschein. Echt? Zeig mal. Zeig. Ich kann zeigen. Wenn ihr keine Kopper seid, kann ich zeigen, ja? Nee, wir sind keine Cops. Hä? Ich mag keine Coppers, ja. Coppers? Ja, oder wie heißen die? Pidila? Aha, okay. Die Cheerleader. Weiß ich. Die Cheerleader, okay. Ja. Du kannst auch gerne mal zum PD gehen, zum LSPD und die Cheerleader, denn mal schauen, was passiert. Soll ich mich mal bewerben? Bewerb dich mal als Cheerleader, okay, genau. Komm, lass uns bewerben. Okay, machen wir. Was war das? Keine Ahnung, liegt immer so? Ich kenne den nicht, das war glaube ich gar nicht Monty, der hat nur die gleiche Brille aufgehabt. Normalerweise läuft immer Monty mit so einer Brille rum, aber das war... Ich habe ihn nicht erkannt, also... Der war ja maskiert und... Ich glaube, er war das nicht. Oder er war's und ich hab ihn. Ach du Dummerle. Aua. Ich verrate dich jetzt gleich. Ach verdammt. Mann. Guck mal, ich hab's schon wieder nicht gesagt. Schall ich an jetzt. Ja, jetzt bin ich. Oh Gott. Oh, ich hätte schwören können. Den ganzen Abend habe ich mich angeschnallt. Aber ich war jetzt so verwirrt von dem Typen. Weil der immer. Boah, das ja, ja, deshalb musste ich jetzt auch dann mal los. Ich wusste nicht mehr, was ich, wie mir passiert, ne, und geschieht, ja, und so. Sarah hat Aua. Hey, am Arm. Am Arm. Siehst du das nicht? Ah, doch. Ja. So, da, warte mal. Krempelchen vorsichtig hoch. Aua, warte. Hol ich die Binde raus. Na, okay. Und dann tue ich mal hier noch ein bisschen. Hier, da ist ja auch so ein Medikit, ist ja auch so ein bisschen Jodcreme drauf. Okay. Danke. Vorsicht, wird jetzt klein ein bisschen brennen. Hey, nee, ich will nicht, dass es brennt. Nein, nein. Halt, nein. Sarah. Nein, ich will nicht, dass es brennt. Bitte nicht. Nein, ich will keine Schmerzen. Nein, das ist nur so ein leichtes Ziehen. Leichtes Ziehen, ja. Mach's erst bei dir selbst drauf irgendwo. Ich hab keine Verletzung. Aber warum hat jetzt eigentlich vorhin das mit dem Messer geklappt? Weiß es nicht. Kriegst du es wieder in die Hand, oder? Warte. Nee. Kann es sein, dass es bei dir nicht geht, weil wir in der gleichen Familie sind? Nee. Es geht jetzt nicht. Jetzt geht's nicht bei dir. Okay, aber erstmal hier den Arm. Okay, ich reiche ihn dir nochmal. Okay. Vorsichtig, ganz vorsichtig, ne? Vorsichtig. Ja, ganz, ganz vorsichtig. Oh. So, dann kriegst du ein kleines Püsterchen drauf. Ach, Mann! So, und dann hast du mir jetzt seine Bakterien dahin gepustet? Hey, ich putze mir jeden Tag die Zähne, ja? So, komm, halt wirklich erstmal vorsichtig mit Verband. Okay. So, einmal. Au. Ich zuck ein bisschen, Entschuldigung. Okay. Soll ich locker oder? Ein bisschen lockerer, ja. Okay. Dankeschön. Mal rum. So. Noch ein Schleifchen drauf, damit das schön festhält. So. Okay. Dankeschön. Bitteschön. Sehr nett. Aber bei dir geht's jetzt nicht. Ich habe wirklich bei der, als die da war, ging das. Warte mal, wenn du. Einfach automatisch. Ich habe genau das gemacht, was ich jetzt mache. Und es geht jetzt nicht. Jetzt mal, aber versuch mal jetzt einfach nur ganz kurz in dein Waffentäschchen zu gucken. Nicht durchgehend reingucken, sondern nur ganz kurz einmal. Habe ich. Mache ich.
Okay. Also wir könnten jetzt nochmal jemanden suchen und einen zweiten Test machen. Ja, aber wenn ich doch nicht, könnte ich jetzt auch nicht die Waffe hier ziehen. Ich habe ja auch den Schraubenzieher vor dir gezogen. Ja, aber hast du gesehen, wie ich auf einmal mit dem Schraubenzieher in der Hand vor dir stand? Ich war voll verwundert. Ich auch. Ich war völlig perplex. Ich dachte mir, die denkt jetzt wahrscheinlich, ich greife sie gleich an. Die so, du bist ganz alleine da, ne? Also sie hat wahrscheinlich gedacht, ich bin total die Psychopathin. Nein, du bist doch ein ganz liebes Wesen. Aber ich hab wirklich, nee, es geht nicht bei dir in der Nähe. Krass. Ich probiere das einfach nochmal mit jemandem aus. Ich bin Schraubenzieher sicher. Anscheinend. Ja, Glückwunsch. Ja. Na, okay. Das fangst du nicht auch noch an. Was denn? Oh Gott. Wie hat denn der die ganze Zeit gemacht? So hat er gemacht, oder? Genau. Oh Gott, ganz schlimm. Anschnallen. Ich habe mich angeschnallt, jawohl. Sicher. Ja, ja, ja. Bist du jetzt zu 100? Ja, ja, ja. So, wo möchtest du jetzt hin? Ab in die Koje, ins Anwesen. Schade. Ja. Hat man jetzt noch so einen schönen Abend gehabt und du willst sie jetzt einfach abhauen, ist okay. Ja. Ja. Morgen leider kann ich nicht richtig ausschlafen. Boah, hab ich mich umgeschnallt? Ja. Kann man als Fahrer auch rausfliegen? Ja. Aber ja. Ja, stimmt. Doch, ich bin ja mit dem Roller auch schon gestürzt. Was ist eigentlich deine Lieblingsfarbe? Farbe? Ah ja, komm. Als ob dir das nicht ins Auge stechen würde. Grün. Ja. Jetzt weiß ich, nein, Spaß. Ich wollte gerade sagen, ist doch Spaß, jetzt weiß ich, warum der seine ganzen Autos grün gemacht hat. oder? Nein. Alles gut. Oh, bitte nicht. Nein, das war nicht deswegen. Hier bei der Grotte war übrigens Philipp auch mit mir. Ui. Nein, es war ja nichts, aber er hat sie mir gezeigt. Da hat er behauptet, er würde da wohnen. Echt? Ah, ja, jetzt wohnt er aber anscheinend. Jetzt wohnt da wirklich jemand? Mhm. Oh, schau an. Ah, ich hab was vergessen. Was denn? Ich muss mal woanders hin. Nein, Spaß. Ich kann einfach nur eine schlechte Ausrede suchen, wenn du schlafen gehst. So. Ups. Autsch. Wie Autsch? Naja, du bist da hingeblieben mit dem Auto bei mir. Okay. Hm. Oh mein Gott. Nein, ich unterdrücke es. Was machst du jetzt noch? Gehst du nochmal in die Stadt, oder? Nee, ich werde dann wahrscheinlich auch hinsehen. Ja. Warum bist du eigentlich nicht bei uns im Verteiler drin, ne? Weil mich dann noch keiner reingeholt hat, glaube ich. Ja, dann, soll ich mal einen Punkt machen? Ja, bitte. Warte, lass mich jetzt mal rein. Warte. Ja, Entschuldigung. Ich wollte die Tür aufhalten, weil dein Arm... Ja, nee, nee, alles gut. Ja, beide Arme vom Boxen. Moment. Und... Punkt. Bitteschön. Entschuldigung. Alles gut. Na, ich kann dich nicht einladen. Ich geh's trotzdem. Echt nicht? Ja. Ja, ich sag Lexa Bescheid. Dann sag Lexa Bescheid, genau. Oder Marc. Na, oder Marc. Okay. Mach mal so. Ja, dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Ich werde mich natürlich auch hinlegen. Mhm. Wünsche ich ebenso. Ja, war auf jeden Fall noch ein entspannter Abend. Mega entspannt. Und du hast mir Cringe-Orte gezeigt. Orte, die nur für Liebespärchen sind. Interessant. Ja, dann bild dir deine Meinung. Gute Nacht. Jo. Ich geh hoch. Jo. Oh, oh Gott. Oh. Oh, wird höchste Zeit. Mm.
Winzzimmer irgendwie.